Hallo und einen wunderschönen Nachmittag aus dem Untergrund der großen Bibliothek vom Avium, wo durch beeindruckende Reden sich aufrichten auf 100 Zentimeter, Verwandlung in Affen und gezieltes Bedrohen von traurigen Nekromanten ein Kampf deutlich abgekürzt wurde und die ganze Situation jetzt darauf hinausläuft, dass man vermutlich mit dem sehr euch dort verbergenden Nekromanten Ottwald Ebenherz zusammenarbeiten muss, um den Wald zu retten. Wir spielen Humblewood! Die niedlichste Runde auf jeden Fall, die wir mit Abstand haben bei unserem Programm. Mit großartigen Menschen. Ihr habt vielleicht eben schon reingeschaut bei Ben, der auf Ben & Paper zusammen mit WTF und Banner Nepik von Orkik im Geschmack drüber gerätselt hat, wie man die Charaktere steigert. Ich weiß nicht, ob das Rätsel soweit gelöst worden ist. Abgesehen davon, dass Banner Nepik, glaube ich, sehr vorbildlich direkt nach der letzten Session den Charakter auf die 5. Stufe gebracht hat. Da gibt's gar nicht so zu gucken, WTF. Was? Oh. Nein, wir schämen uns nur, dass wir es nicht gemacht haben. Ihr kriegt direkt schon wieder einen Schicksalspunkt gespendet. Ich glaube, damit sind wir auf jeden Fall bei 3. Wir hatten noch aus der letzten Session, ich habe eben kurz reingeguckt, wie wir zuletzt aufgehört haben, hattet ihr noch welche übrig und jetzt kommt direkt noch einer dazu. Cool. Und ich habe auch einen gekriegt. Cool. Cool. Fragezeichen. Okay. Also, deswegen, lasst mich doch mal schauen. Wir haben einen Zieg. Zieg ist offensichtlich gerade im Steigern drin. Der Charakter-Monster ist offen. Ich versuche es, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert insofern, Zieg, wenn du auf deinem Charakterbogen, Charakter-Sheet, oben bei dem Hintergrund, wo Klassestufe Hintergrund steht, auf das Zahnrad klickst, dann kannst du manuell die Stufe einstellen. Wenn du da eine 5 reinhaust, haut es uns zumindest den Übungsbonus hoch und alle, dann müsste man nur Trefferpunkte auswählen und eventuell Zauber, keine Ahnung. Aber und als Paladin lese ich gerade, kannst du jetzt zweimal angreifen. Das ist geil. Wow. Das ist immens viel wert. Okay. Ich mach es mal so. Und dann, wir haben noch nicht über Stefts geredet. Oh, Stefts wird kompliziert, weil sie auch eine Invocation bekommt. Oh, gute Güte. Jetzt muss ich fast, jetzt bin ich kurz versucht, das Spielerhandbuch rauszuholen. Ich bin schon bei D&D Beyond unterwegs. Ich muss nur kurz die Invocation ziehen. Dankeschön. Ich habe jetzt auch einfach eine 5 da reingehauen oben bei Level. Ja, das ist super. Dann ändert sich schon mal ein bisschen was an den Zahlen. Dann brauchen wir nur für die Trefferpunkte und deine Invocation. Welche Invocations hat sie bisher? Das ist eine gute Frage. Lass mich doch mal in ihren Charakter reingucken. Wahrscheinlich diese Eldritch Blast Verstärkung, die ist ja ganz hoffe. Gut. Ich glaube nicht. Dann wäre das was. Ja, ist halt die Frage, ob man noch irgendwas sucht, was mehr Eldritch Invocation, Eldritch Sight, Eldritch Invocation, Eyes of the Rune Keeper. Sie hat die ganzen Hellsichtsachen. Mhm. Okay. Die englische Version? Oh, ich hab ein Handbuch gereicht bekommen. Oh. Man könnte einfach Also so ein krasses Problem hatte ich tatsächlich mit Roll20 noch nie. Also ja. Auch die Map nicht so richtig sauber heute. Ich weiß es nicht. Es wird aktuell. Die Sache ist, ich glaube, vielleicht war auch der Fehler, dass mit mir vorhin angeboten ist, es hieß, es gibt ein Update von diesem Modul. Wollen Sie das durchführen? Okay. Aber es ist ja gut, dass du die Map siehst, weil ich sehe sie auch nicht. Ich gehe gleich nochmal rein draus. Die Map ich auch nicht. Die Map hat sich wieder unsichtbar geschaltet, ne? Schwarz. Man könnte Agonizing Blast nehmen, damit sie den Charisma-Bonus als Damage bekommt für den Eldritch Blast. Gut. Ja, klingt gut. Man könnte, du könntest mit Tieren reden, wenn du möchtest. Wer macht denn das in Hamburg? Mit Tieren reden? Wie absurd. Ihr redet mir schon genug. Mit Pflanzen vor allen Dingen. So, könnt ihr die Karte jetzt wieder sehen? Ja. Ja, es hat wieder das Dynamic Lighting angemacht und das funktioniert schlicht und einfach nicht in diesen Karten. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, inwiefern du das brauchst, dass du Vorteil hast, wenn du dich auf deine Zauber konzentrieren musst, aber. Braucht man, glaube ich, nicht so häufig. Pact of the Tome, oder? Sie hat Pact of the Tome, ja. Und könnt ihr ihr mehr Ritualzauber geben? Was gibt es denn für Rituale? Warte mal, lass mich kurz gucken, was hier, wo ist es?
dem Buch Book of Ancient Secrets. Du kriegst 2 Level 1 Rituale. Und kannst im Endeffekt später auch welche hinzufügen. Das heißt, du könntest Ritualzauber in ein Buch schreiben, was beispielsweise. Wo haben wir Ritualzauber da? Comprehend Languages, also alle möglichen Sprachen verstehen. Illusory Script, Geheimschriften machen. Unseen Servant, du kannst ja einen kleinen Diener herzaubern. Ich meine, sie hat noch nicht die Invocation mit dem stärkeren. Mit dem stärkeren Eldritch Blast. Genau, das wäre das Agonizing Blast, wäre halt ja, meine Empfehlung, sag ich mal. Finde ich auch gut, ja. Das ist das Einfachste. Du kannst mehr Schaden direkt machen. Ja. Klingt das gut? Das klingt gut. Dann können wir nämlich bei deinem Eldritch Blast direkt noch deinen Charisma-Modifikator draufpacken. Level 3 Zauber. Der Angriff plus Charisma. Aber Schaden 1W8. Plus Charisma-Modifikator und der ist 3, weil du ja eine gute Hexenmeisterin bist, die sehr überzeugend ist. Das heißt, aktuell hast du jetzt tatsächlich 1W8 plus 6 Schaden mit deinem Eldritch Blast. Das klingt deutlich sinnvoller. Cool. Cool. So. Wir haben nur noch nie eingetragen, wie viele Spellslots du eigentlich hast, sehe ich gerade. 2 hat sie immer. Das ist bei Warlocks einfach. Ja. 2. Ganz lange. Bis Level 10 oder sowas, dann hat man irgendwann 3. Irgendwie so. Oh Gott, ja. Das dauert lange. Level also du 11. hast ganz lange nur 2 Spellslots. Ich kann nur 2 Zauber, oder? Plus deine Zaubertricks. Die Zaubertricks kannst du ja unendlich lang machen. Ah, okay. Ritualzauber kannst du auch so oft du willst machen, nur dass es halt länger dauert. Aber Spellslots selbst hast du nur 2. Oh. Man lädt nie aus, ne? Ja. Also gerade verstehe ich eh nur Bahnhof gut, dass ihr das macht. Okay. Es gibt keine Hellsichtzauber auf Level 3. Für den neuen Zauber für Stiftset. Weiß nicht, was man da sonst könnte. Ganz klassisch Counterspell nehmen oder Dispel Magic. Du kannst Leuten Angst einjagen. Oh ja, das klingt gut. 4. Kann ich damit auch solchen unseren tollen Monsterlies Angst machen oder geht das nur bei Menschen? Also. Nee, das, es gibt eine Beschränkung dafür, die Kreatur muss intelligent genug sein, dass du ihr Angst machen kannst. Und innerhalb von 30 Fuß von dir. Aber alle um dich herum sind dann aber. Also auch uns würdest du Angst haben. Kann das auch praktisch sein. Ich würde sagen, das klingt nicht so, als wenn sie dem immer wieder genervt ist. Ich habe noch hohe Wisdom. Das könnte bei mir klappen. Also, dass ich schaffe. Danke für die Abos, die abgeschlossen und verschenkt werden. Könntest du auch fliegen, wenn du willst? Entschuldigung. Also, sie sind froh, Entschuldigung. Dass ich ein bisschen weiß. Ja. Könntest auch Flüche entfernen? Du könntest kleine Dämonen beschwören. Suppendämonen beschwören. Ein Leck. Wo ich die gerade mir anschaue. Die Dolchwolke. Ich komme da nicht drüber hinweg. Wir haben ja mit einem Briten zusammengespielt, mit Max, der Dolchwolke so ausgesprochen hat, dass es die deutsche Wolke war. Dolchwolke. Ich fand das sehr, sehr bedrohlich, die deutsche Wolke. Deutsche Wolke. Aber angesichts der Tatsache, dass ich bis heute das Wort Adult aussprechen kann, ist es überhaupt nicht an mir, irgendjemandes Aussprache einer anderen Sprache zu kritisieren. Aber die deutsche Wolke war einfach schön. Ich hatte immer einen Kumpel aus Australien, dem haben wir auch versucht, ein paar Wörter beizubringen. Und da ganz, ganz klassisch ist, wenn du ihm gute Nacht beibringen willst, dass gute Nackt dabei rauskommt. Nackt. Ja. Ja. Okay. Aber ich denke, so halbwegs würden wir es hinkriegen. Wir müssen es merken, sie kann es mal draufhauen. Bei Steph habe ich den Eldritch Blast um den Charisma-Modifikator hochgeschraubt. Bernhard Lepig weiß sowieso, was sie tut. Genau. Bitte?
Du weißt sowieso, was du tust. Ja. Es bleibt die Frage, ob Ben weiß, was er tut. Ben hat seine Zauber. Ich konnte ja auch zwei neue und habe jetzt Stufe 3 Zauber. Ich auch tatsächlich zwei neue Zauber, weil ich ja. Stufe 2. Ja. Wie gesagt, Steff Z kriegt auch noch einen Zauber, ne? Mhm. Ja, ich würde den mit der Furcht nehmen. Okay. Hier. Ganz ja. Klassisch. Das alles dafür brauchst du nicht zaubern, Timmy. Übrigens hatten ja auch andere angemerkt, dass ich theoretisch auch an der Akademie war. Das hatte ich total vergessen. Ja, das war auch so dieses, wir hatten irgendwann mal gesetzt, dass die Hexenmeister wohl auch an der Akademie waren und dann haben wir das irgendwann aus dem Auge verloren. Aber rein theoretisch sind alle Arkan-Zauberer in irgendeiner Form vermutlich am Avium gewesen oder haben zumindest die Möglichkeit, beim Avium studiert zu haben. Das ist dann die Frage, ob du das möchtest. Ja, vielleicht ist es einfach mein bestgehütetes Geheimnis. Du warst bestimmt mit Geon in einer Klasse. Ja, du warst diese Goss. Okay, das heißt, du kriegst Fear. Wir sind auch gleich so weit, dass wir losspielen, liebe Leute. Aber wir wollen die Leute, wollen sie ja darauf vorbereiten, dass sie sich jetzt tatsächlich dem Finale langsam stellen können. Und ich denke, 1 bis 2 Sitzungen haben wir noch und dann ist die kleine Kampagne, die im Grundbuch geliefert wird, durch. Aber es wird auf absehbare Zeit irgendwann Ende dieses Jahres oder so, also, beziehungsweise sie haben sie noch nicht festgelegt, ein zweites Buch geben, eine Erweiterung, Humblewood 2.0. Und das klingt alles schon sehr, sehr vielversprechend, was sie dazu erzählt haben. Mit was war's? Gecko-Leuten? Die man spielen kann. Lursche. Und Papageien. Ja, super. Ben, BTF und ich haben auch schon entschieden, was wir nächstes Mal spielen. Also. Ja. Und? Was ist es geworden? Ich werde ein Pinguin. Sehr gut. Dann geht es nicht mehr um Feuer, das überall brennt, sondern um Eis, was die Landschaft überzieht. Das ist der Austauschstudent dann. Okay. 4 ist eine Illusion. Entschuldigung. Casting Time, 1 Action. Klickst du doch auf die ganzen Zauber? Ja, ich klicke immer auf das falsche Feld hier. Ich, ja, wir haben es verstanden. Abjuration 2. Und du brauchst, oh Gott, für Furcht brauchst du als Bestandteil des Zaubers rein theoretisch eine weiße Feder oder das Herz einer Henne. Können wir einfach eine schwarze Feder drauf machen? Das Herz einer Henne. Scrooge, es tut mir leid. Sag mal, Timidea, wo ist denn eigentlich diese Gallus, die ich besucht hat? Jetzt wissen wir, warum Timidea nicht so lange auf der Akademie ist. Die sind Vögel verschwunden. Ja. Willkommen zur süßesten Kampagne. Wie war das, wenn wir nicht eben noch über grausame Zeiten reden? Ja, wir haben überlegt, wo der Twist dann sein wird. Jetzt ist klar. Okay, ich habe Wisdom Swing Throw, ja genau, Saving Throw. Ich habe einfach mal ganz kurz reingeschrieben, was für ein Zauber das ist. Also du hast unter Stufe 3 jetzt 4 in einer zusammengeklöppelten Version von mir. Aber im Endeffekt, wenn du den sprichst, wird alles in einem Cone von 30 Fuß, der von dir ausgeht, muss einen Weisheitsrettungswurf ablegen. Ansonsten lässt es alles fallen und rennt schreiend weg, bis es keine Sichtlinie mehr zu dir hat und versuchen kann, sich zu beruhigen. Und du brauchst dafür eine Feder, die möglichst weiß sein sollte. Das Herz eines Käfers. Ich meine, geht das so ein Grau? Ja, vielleicht. Vorsicht, Vorsicht. Okay. Oh, Hype Train. Vielen, vielen Dank für den Hype Train. Gut. Dann, ich glaube, wir sind dann jetzt so weit vorbereitet, dass die wichtigsten Sachen geregelt sein sollten. Oder? Yes. Ich denke schon. Ihr könnt die Karte wieder sehen. Ja. Ich habe auch eben gemerkt, dass es eine Sache, es gibt von ein paar Begegnungen in der Kampagne, gibt es keine Karte.
weil die sozusagen dann im Budget dann doch nicht mehr drin war. Da muss man sagen, dass das Geld von dem Crowdfunding wirklich in eine Menge coole Sachen gegangen ist. Man hat so viele Karten und Krimskrams und sonst irgendetwas in dem ganzen Set drin. Aber ein paar Karten fehlen dann am Ende. Deswegen habe ich mich bei Dungeon Funk bedient. Hoffentlich was Passendes gefunden. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Also, knirk. Wir kurz versuchen wir mal wieder von Charaktersteigern in den professionellen. Wir starten diese Runde Modus überzugehen. Knack. Also, es spielen Bananepig von Orkig im Geschmack, Skrook, den jetzt 5 Stufen starken, immer tiefen, entspannten Hahn und Druiden. Wie ist es so? Ja. War knapp letztes Mal. Ja. Ich bin froh, dass Zeke mal wieder den Tag gerettet hat. Ja. Mehr oder aber weniger. Hat ja alles geklappt im Endeffekt. Im Endeffekt schon, ja. Ja, seit in dem Geheimlabor von jemandem, der sich ausgegeben hat als der Bibliothekar des Aviums, des großen steinernen Baums, in dem Magie unterrichtet wird. Und habt dort seine Kreatur und ihn Schachmatt setzen können. Unter anderem dank Zeke, gespielt von WTF von Orkig im Geschmack. Hallo, Na. Der kleinste Paladin der Geschichte. Der stärkste Paladin der Geschichte. Der Paladin mit der geringsten Aufmerksamkeitsspanne der Geschichte. Das ist richtig. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, der selbst seinen Gott manchmal verwirrt. Und dann mit dabei und sicherlich auch sehr hilfreich ist Geon van Plum. Sicherlich auch sehr hilfreich. Irgendwo. Tatsächlich hat er sich sehr unnütz das letzte Mal gefühlt. Er war total überfordert bei diesem Knochending. Ja, Geon van Plum, ausgebildet im Avium und seines Zeichens ein gelehrter Zauberer, dem irgendwie nachhängt, dass er regelmäßig, man weiß nicht so genau, wie das passieren kann, aber Dinge in Brand setzt, die nicht brennen sollten. Man könnte meinen, er kann White Magic. Das wäre zumindest eine gute Erklärung. Ja, ich weiß, stimmt, dass er es nicht hat, aber er könnte es behaupten. Falsche Klasse. Und das ist zumindest eine Möglichkeit, sich daraus zu reden. Wilde Magie. Okay. Ich bin ausgesprochen verwirrt, warum mir die Anzeige im Layout für den Roll20-Chat den Start des Roll20-Chats anzeigt. Aber offensichtlich nichts, was danach passiert ist. Mal gucken, ob sich das irgendwann noch hier berappelt. Und dann Thebedea, die arabische, hellsehende Hexenmeisterin, gespielt von Steff, von Steffs Hörspiele. Diesmal, heute muss ich mich nicht schämen. Ich bin ausnahmsweise mal nicht im Verzug mit meinem Beitrag zu einem von den Hörspielen. Ausnahmsweise. Ich schäme mich in Stellvertretung für Vergangenheitsmeierin, die das Also, wem wirst du Federn ausrupfen, um Angst zu wirken, diese Runde? Derjenige, der sich eh schon die ganze Zeit selber anzündet. Da könnte man die Federn wenigstens noch ordentlich nutzen. Sind aber schwarz, verkohlt schwarz. Was hast du jetzt gesagt? Was ist passiert? Ich habe mich extra zurückgehalten, weil du letztes Mal meintest, du möchtest bitte nicht, dass das wieder thematisiert wird. Und jetzt hast du es wieder thematisiert. Ich weiß nicht mehr, was du von uns möchtest, Geon. Ich weiß auch gar nicht, wie das wieder Thema werden konnte. Wieso ich habe diesmal nicht angerissen. Immer nur um Federn. Es passiert einfach. Es hat sich daraus ergeben, dass zufällig bei diesem Zauber eine Feder oder das Herz einer Henne dabei steht als Komponente. Das nennt man emergent. So. Gut. Wie angedeutet, ihr seid aktuell im Avium, was die große Schule für Zauberei, für Arkane-Zauberei im Humblewood ist. In dem kleinen, gemütlichen Waldreich, aus dem ihr lustigen Vogelfreunde stammt und natürlich auch sämtliche bepfoteten anderen Personen, die im Humblewood leben. Und ihr seid in Begleitung von Frey Meriden, der füchsischen Banditin, die ihr mehr oder weniger erpresst, schrägstrich überzeugt habt, auf eurer Seite mitzuarbeiten, in die Bibliothek hinabgestiegen, nachdem euch klar geworden ist, dass dort etwas wirklich nicht stimmt, und habt mit ein bisschen Suchen und Geschick tatsächlich einen geheimen Zugang entdeckt und feststellen müssen, dass der Bibliothekar, von dem ihr dachtet, dass ihr die ganze Zeit mit ihm geredet habt,
in einem magischen Tiefschlaf in einem Schrank untergebracht ist, dort in einem vergessen gegangenen Unterrichtsraum. Die Person, die sich die ganze Zeit als er ausgegeben hat mit Hilfe eines magischen Amuletts, ist eigentlich Oddwald Ebenherz, ein arabischer Nekromant, der hier gearbeitet hat mit den Skeletten, die an der Schule als ja, Hilfskräfte arbeiten, mehr oder weniger, die von ehemaligen Abgängern gespendet werden nach ihrem Tod. Und der eine Kreatur zusammengesetzt hat, ein Schusterschrecken aus vielen Vogeleinzelteilen, die durch die Schule gezogen ist und die Fähigkeit besitzt, Seelenkraft zu stehlen. Was eine Forschung von ihm war, um herauszufinden, ob man das vielleicht nutzen kann, um den Aspekt des Feuers zu schwächen und zu bannen, der im Westen den Wald unsicher macht und mit dem ihr auch schon eine unangenehme Begegnung hattet, als ihr auf die Suche gegangen seid, was da eigentlich vor sich geht im Wald. Und aktuell ist er sehr bedröppelt und hat sich einen Vortrag halten lassen, warum das alles furchtbar ist, was er da tut, und ist bereit, mit euch zusammenzuarbeiten. Und ihr hat zuletzt gesagt, dass ihr durchaus bereit wärt, unter den Tisch fallen zu lassen, dass er mit Schuld daran ist, dass überhaupt der Aspekt des Feuers wieder unterwegs ist, weil seine Forschungen und seine Rituale ihn wohl wieder endgültig aufgeweckt haben. Das heißt, in dieser Situation steigen wir wieder ein. Oddwald Ebenherz ringt seine schwarz bekrallten Finger und sein Gefieder plustert sich etwas nervös auf. Nur, wie machen wir das jetzt also? Was ist euer Vorschlag? Wie sollen wir jetzt vorgehen? Meine ganze Forschung, meine Notizen. Entschuldigt, ich will nicht fliehen, Ich will nur zu meinen Notizen gehen. Bitte nicht hauen. Okay. Ah, gut. Der geht vorsichtig rückwärts von Sieg weg zu den ganzen Büchern und Notizen, die da herumliegen. Ja, der Schusterschrecken, das war ein Versuch, aber ich fürchte, wir brauchen auf jeden Fall etwas Stärkeres. Elementarer Ausgleich. Versteht ihr, was ich meine? Ja, sowas habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, ja. Stärker als das da? Ich zeige auf den Schusterschrecken, dieses riesige Konstrukt aus Knochen und zwei Köpfen. Der untere Kopfteil ist hier abgerissen worden irgendwann im Laufe des Kampfes, aber der obere bewegt sich leise klackernd hin und her. Oh ja, viel stärker als das. Das ist eine Fingerübung, war das, eine nekromantische, mehr oder weniger. Warte, heißt das, wir setzen noch ein Monster frei, um das bestehende Monster zu vielleicht vernichten? Wieder da, alles gut. Nein, meine Forschung, nicht ein Monster, sondern Überreste eines Monsters. Also nur ein halbes Monster. Vielleicht 5% eines Monsters. Und der Rest? Ist schon lange erschlagen, das ist der große Vorteil daran. Ich habe hier, Moment, er schiebt Knochen und andere Paraphernalia beiseite. Eine Notiz über Lieferung und dergleichen, die ich gefunden habe. Oh, hier liegen auch die ganzen Seiten, die ich aus den Büchern entfernt habe, um eure Investigation aufzuhalten. Der Bibliothekar wird sehr ärgerlich sein. Deswegen, und weil ich ihn magisch betäubt habe und ersetzt. Ja. Oh. Also sonderlich nett war das, glaube ich, wirklich nicht. Aber wir können die Seiten einfach zurück in die Bücher legen und dann schnell zuklappen und dann ist das, als wäre nie was passiert. Ja, das ist... Ihr seid sehr klug. Oh, danke. Paladin. Ja, wo war ich? Wo war er denn? Ich denke, nach dem Plan. Wir suchen den Plan, wie wir vorgehen. Ja. Er klickt nervös mit seinem Schnabel. Dazu wäre natürlich interessant, wie seid ihr vorgegangen? Also, wir werden das vergessen, was ihr getan habt. Wir müssen erstmal erfahren, was ihr getan habt, damit wir das wieder rückgängig machen können, was ihr getan habt. Es gibt eine Zone im Wald, die ich untersucht habe. Ihr müsst verstehen, ich war früher auch Abenteuer. Ich bin mit meinen Gefährten durch die Lande gezogen und habe Gefahren bekämpft mit Riffin, dem Aschenritter, und mit Susan, der Hexe. Und dabei sind wir auch darauf gestoßen, dass die Aktivität im brennenden Hain auch immer stärker wurde. Und ich habe mich da ein bisschen dran festgepickt, fürchte ich.
Und das Ergebnis war, dass ich ausfindig machen konnte, dass es einen Ort gibt, wo der Aspekt des Feuers gebannt war, auf irgendeine Art und Weise. Und das habe ich genauer untersucht und versucht, diesen Bann zu stärken oder zu verändern. Und es ist horrende schiefgegangen. Verschlimmbessert. Ich möchte betonen, er klagt wieder mit seinem Schnabel, ich möchte betonen, dass es sicherlich auch so oder so über kurz oder lang geschehen wäre. Jetzt ist es etwas früher geschehen. Aber deswegen suche ich ja nach einer Lösung. Und ja, da, jetzt fällt es mir wieder ein. Das Borealis, der Borealis. Was? Borealis. Nichts? Ja. Klingt nach Nadelwäldern? Nach eisigen Winden klingt es, nach Norden und Kälte. Und das ist der Überrest eines mächtigen elementaren Wesens des Eises. Und das den Wald auf ähnliche Art und Weise bedroht hätte wie das Feuer, nur dass es ihn eingefroren hätte. Und das ist weggeschlossen worden. Aber aufgrund der Theorie der elementaren ausgleichenden Kräfte könnte der Borealis der Schlüssel dazu sein, den Aspekt des Feuers wieder zu bannen. Aber damit schaffen wir jetzt hier keine Eiszeit in Humblewood aus Versehen, weil dann der Borealis überwiegt. Das bräuchte sicherlich vielleicht noch ein wenig mehr Forschung. Ha. Also wir wollen ja nicht das eine Problem mit dem anderen ersetzen. Ich meine, es würde am Anfang erstmal helfen, aber so ein ewiger Winter ist auch nicht viel schöner als abgefackelte Tiere. Und Bäume und Heime und verlorene Hoffnung, ja. Genau. Gut, aber man kann sich ja dick anziehen. Also ich meine, besser als verbrennen tatsächlich. Glaubt nicht, was. Ja, das stimmt. Man stirbt langsamer. Mhm. Ja, und vielleicht, über Wochen, Monate, qualvoll, weil man nichts mehr zu essen findet. Schmerz. Das ist besser. Aber dann hätte man zumindest wieder Zeit, nach einer Lösung für dieses Problem zu suchen, oder? Ja, den Feuerdämon wieder freilassen. Okay, wir werden versuchen, dieses Hin- und Her-Hickhack zu vermeiden. Ja, am Ende nisten sich hier noch Pinguine ein. Wo können wir dann hin? Pinguine? Hm? Ja, drüber gelesen. Ihr meint diese Barbaren aus dem ewigen Eis? Ja, die nicht mal fliegen. Naja. Ja. Ich weiß nicht, ich finde es aber irgendwie... es ist überhaupt nicht wichtig, was ich über Pinguine denke. Nein, wichtiger ist, dass ich denke, dass dies eine Möglichkeit wäre, die Kreatur wieder zu bannen. Denn aktuell zieht sie aus dem Feuer, das sie selbst erzeugt, das sich dann aber weiter verbreitet, weil einfach Dinge brennen. Immer wieder neue Lebensenergie. Weiß man, wie man den Aspekt denn damals irgendwie gebannt hat? Mit dem Siegel, das bis heute noch dort existiert. Und mit einer elementaren Gegenkraft. Ich weiß nicht, ob es der Borealis oder etwas anderes war. Und mit Opferbereitschaft, sag ich mal. Oh je, wer hat sich denn geopfert? Ein Hüter, nehme ich an. Ja. Einer von den Druiden, die über... Er guckt rüber zu Skrook. Dann brauchen wir also nur eine Person, die wir opfern. Das ist ja schon mal etwas. Ein Druiden? Ich weiß nicht, ob es nötig ist, dass diese Person druidisch ist. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt nötig ist. Damals hat sich wohl jemand, also ich weiß nicht, wie die Situation dann jetzt wäre, aber ich würde zu bedenken geben, dass es möglicherweise zusätzliche Lebenskraft und Opferbereitschaft fordert. Aber... Nun, wenn wir ein Opfer brauchen, dann muss man fairerweise sagen, solltest du das sein. Ja, ja. Dessen bin ich mir bewusst. Oder wir nehmen Zieg. Moment mal. Ich würde das tun. Wenn das die Welt rettet, würde ich das tun. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Ich will nicht so gerne sterben, aber ich denke, Titan wäre stolz auf mich, wenn ich das Richtige tue. Ist ja auch so, du tust schon die ganze Zeit das Richtige. Der meint das nicht so.
Naja, eigentlich schon. Ich weiß, aber du musst doch jetzt nicht wirklich ein bisschen die Samtflügel auspacken. Gut, also, Schrittchen für Schrittchen. Funktioniert das Knochending da noch? Ja, nicht? Ja, naja, also es müsste deutlich repariert werden. Ja. Ich weiß aber auch nicht, ob die Forschung nicht einfach ins Leere läuft, um ehrlich zu sein mit diesem Ding. Testlauf, in Ordnung. Er hat uns ganz schön eingeheizt und vielleicht ist er ja nützlich, wenn wir etwas Größeres, was uns noch mehr einheizt, wortwörtlich, wenigstens ein bisschen in Schach hält, bis wir herausfinden, wie wir mit rituellen Siegeln umgehen können und wer sich dann opfert und so weiter. Also es wäre ganz gut. Wir haben das Ding gesehen, Herr Ottwald. Wir standen, naja, wir rannten von ihm weg. Es war so warm. Man wird es an den Ort seiner Versiegelung zurückbringen müssen und dann es mit elementarer Gegenkraft und Kampfkraft weit genug schwächen, dass man das Siegel wieder aktivieren kann. Das ist zumindest meine Theorie. Gut. Wir wissen wo, wir wissen was und jetzt brauchen wir noch dieses Borealis. Ja. Oder etwas anderes, aber ich habe keinen Hinweis gefunden auf eine ähnlich starke Kraft, die dem Feuer zuwider ist. Ich meine, sollen wir jetzt zu den Pinguinen gehen, oder was? Nein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Haben wir hier einen Damm, den wir sprengen können? Muss ja nicht Eis sein, geht ja auch Wasser. Aber ich bin mit Elementar, also ja, Elementar, aber ich bin, wäre ich nicht zu früh von dieser Schule abgegangen, als besonders. Ich fürchte, dass dafür hätte man schon vor einer gewissen Zeit Biberartige ansiedeln müssen und Vorarbeit leisten. Ich meine, gut, vielleicht staut sich nicht von alleine an. Die Lösung in der Bibliothek hinter uns, die ja sonst sehr viele Lösungen bereithält, wenn man nicht die Bücher auseinanderhopft. Ja. Was machen wir jetzt mit dem Bibliothekar? Oh, kann er sich daran erinnern? Ich meine, aktuell schläft er noch einen magischen Schlaf. Wir lassen ihn am besten dabei. Ja. Und gucken uns erstmal diese ausgerissenen Seiten an. Gut. Ja. Oder? Das kann ich lassen. Gerecht. Also ich hasse es, geweckt zu werden. Ein guter Punkt. Dann. Die fehlenden Notizen. Ja, bitte. Reicht euch einen Stapel Blätter, die nur sehr vage markiert sind oder an der Form von Vergilbungen und einzelnen Flecken sich und der Größe der Seite selbst identifizieren lässt, zu welchem Buch sie wohl ursprünglich gehört haben. Die habt ihr entfernt, um nicht entdeckt zu werden oder weil ihr keine Lust habt, das ganze Buch auszuleihen? Sie werden für mich nötig und ich wollte nicht, dass mir auf die Spur kommen. Angesichts der Tatsache, dass ihr mich nicht erschlagen, sondern mit mir geredet habt, hätte ich mir das wahrscheinlich sparen können. Aber woher soll man das denn wissen? Hinterher ist man immer schlauer. Ja. Das nennt sich Wahrsagerei. Du hättest doch einfach jemanden fragen. Ist egal. Okay, vielleicht trinkt er keinen Tee. Ich habe aber, ich habe wirklich sehr lange keinen Kontakt mit Susan mehr gehabt. Oh, Susan? Susan. Die Hexe. Ja, eine Igelhexe. Oh. Ah, die kennen wir doch. Kennst du die? Ist das die Frau mit dem Suppendämon? Exakt, ja. Und ihre kleinen Gehilfin, die wir gerettet haben. Ja. Warum? Ja, sie ist Teil eurer ehemaligen Abenteuergruppe. Ja, ja. Klein ist der Wald. Eine sehr nette junge Dame. Ja. Gute Köchin. Mhm, bestimmt. Gut, blättern wir mal durch die Dinge da. Gut. Du findest unter anderem einen Text, der fortsetzt die Beschreibung von dem ersten Auftreten der Wesenheit, die den verbrannten Hain erzeugt hat, die zuletzt geendet hat mit das Herbeibeschwören oder das Erzeugen einer solchen Kreatur sehr, sehr große Begabung und große Macht erfordert. Und im nächsten Part geht es dann weiter damit, dass diese Kreatur derart unaufhaltsam ist, weil
sie den Wald verschlingt und Feuer erzeugt, das wiederum ihre eigene Kraft speist und dann hinter sich nur noch eine Ebene voller Asche hinterlässt. Was vielleicht zu Thebedeas Stimmung passt, aber insgesamt nicht zwingend aufmunternd ist. Dann hattet ihr einen Part, wo es darum ging, dass auf Kälte basierende Magie vielleicht stark sein könnte gegen elementare Kreaturen des Feuers. Und der fehlende Teil setzt dann fort, dass diese Magie sie verlangsamen könnte, indem sie den geschmolzenen Stein, aus dem sie teilweise bestehen, wieder zum Erstarren bringt, sodass sie von einer Schicht von erstarrtem Fels eingeschlossen sind. Was allerdings, so warnt der Text, immer nur kurzfristig eine Lösung darstellt, da das Feuer immer wieder nach außen dringen wird und dass dieser Zustand vielleicht, so schätzt der Schreibende, eine Stunde dauern könnte, wenn man denn Glück hat und das Wetter auf der Seite derjenigen ist, die versuchen, die Kreatur festzusetzen. Und es gibt dann auch noch einen Part dazu, dass ältere Elementare, die offensichtlich eine eigene Klassifizierung darstellen, dass Elementare sind Wesenheiten, die leicht herbeigerufen oder erschaffen werden können. Man ist sich da teilweise uneinig, ob die von einem anderen Ort kommen oder ob sie entstehen unter den richtigen Umständen. Aber dass es ältere Elementare gibt, die zwar keine Götter sind, aber fast gottgleich sein können. Und dass diese eine sehr spezielle Verbindung zu ihrem Element haben, die so stark ist, dass fehlender Part, und in dem fehlenden Part geht es weiter, dass einige dieser Elementare den Berichten zufolge sich gänzlich wiederherstellen können, wenn sie zerstückelt, vernichtet und ausgelöscht worden sind, sodass ein winziger Teil von ihnen ausreicht, um sie gänzlich wiederherzustellen. Und wenn die ganze Region schon bereits von ihrer elementaren Aura gesättigt ist, wie zum Beispiel im Fall eines Feuerelementars, das einen Wald in Brand gesetzt hat, so ist es nahezu unvermeidlich, dass das geschehen wird. Und das führt dann schließlich zu einem Part, wo darauf hingewiesen wird, dass schon mal bereits ein Elementar vernichtet worden ist, bis auf diesen letzten Part, aus dem es sich regenerieren könnte. Nach seiner Niederlage verlor der Aspekt des Eises einen einzelnen Splitter, den Borealus, und dieser wurde versiegelt. Ein Tanz von Feuer und Eis stellt das Gleichgewicht im Wald her. Wird das Feuer schwächer, so muss dies langsam geschehen. Und nur dann werden seine Energien auch wieder ins Gleichgewicht zurückfinden. So sitzt ihr mit diesen Informationen da, zu der Natur von älteren Elementaren und zumindest tatsächlich dem Hinweis von Ottwald Ebenherz mehrfach noch mit Notizen und dergleichen versehen und kleinen Wimpeln, die er dran geklebt hat, auf den Borealus als letzter Überrest eines älteren Eiselementars. Und wo dieser Splitter ist, das habt ihr nicht rausgefunden, oder? Zufällig? Meines Wissens nach befindet er sich im Behütung, sag ich mal, der Hüter, also der Druiden, die sich dem Schutz des Waldes verschrieben haben. Versteht ihr? Mhm. Verstehst du das, Skog? Noch nie davon gehört. Ich. Vielleicht weiß Havel was. Havel ist ein Hüter, das ist korrekt. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ja, wir sind befreundet. Es ist schon ein bisschen her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber wir sind ziemlich gute Freunde. Das ist Ich habe mein Eichhörnchen nach ihm benannt und ich würde mein mechanisches Eichhörnchen Havel rausholen. Oh, das ist sehr herzallerliebst, mein Frey Mary dann, die die meiste Zeit sehr still an der Wand gedehnt gestanden hat. Ja, das haben wir der Katze abgekauft, die ihr herausholen wolltet. Ah, der Wald ist klein. Moment, das wäre also quasi meine Beute gewesen? Ja, aber jetzt habe ich das ja rechtmäßig gekauft von meinem guten Freund. Ein Händler. Die Katze. Die Katze. Gut. Man kann sich nicht alle Namen von Freunden merken, ist mal ehrlich. Ja, ich habe wirklich so viele Freunde, da kann ich, also. Ich bin übrigens Frey, sagt Frey. Das ist Frey. Nur zur Erinnerung. Nicht. Was machen wir jetzt mit dieser traurigen Gestalt und den Informationen?
Naja, das, was wir gesagt haben, wir belassen ihn bei seinen Dingen in dem Versprechen, dass er diese Dinge nicht weiterführt, außer zum Guten, und wir ihn dafür auch nicht verpetzen, wie es hier in der Schule sehr häufig passiert. Werden uns darum kümmern, dieses Borealis zu finden und dazu wohl Hubble fragen müssen. Ich würde ja, er reibt sich über seinen Schnabel. Also, wenn es mir nicht so peinlich wäre, hier unter die Augen zu treten, würde ich sagen, man könnte sich an Susan auch wenden, was ihre Hellsicht angeht. Warum ist es dir unangenehm? Ah, ihr wart doch mal in einer Gruppe. Ja, seid ihr ja nicht befreundet? Und seither habe ich dafür gesorgt, dass der Wald brennt. Das weiß sie doch nicht. Hm. Weiß sie das? Sie ist Hellseherin. Ah, das ist ein guter Punkt, ja. Moment, aber sie hätte von uns von Anfang an sagen können, dass sie das war. Nein, Georg, du weißt doch, wie das mit der Hellsichterei ist. Nein, ich habe keine Ahnung. Man kriegt... Ja, das stimmt, du weißt es wirklich nicht. Man hat verschiedene... Man sieht Dinge, aber man kann das nicht unbedingt auf eine einzelne Person dann am Ende zurückführen. Von daher würde ich nicht davon ausgehen, dass sie uns angelogen hat. Ja, damals, TBD, als du gesagt hast, mir fällt der Schnabel ab, wenn ich noch weiterrede, da war das schon eine richtige Hellsicht von dir, oder? Ja, da habe ich dich gesehen, wie dein Schnabel abfällt und verrottet. Vorher. Vorher. Und dann abfällt. Weil zuerst muss er ja verrotten und dann kann er abfallen. Versteht ihr? Das macht Sinn, ja. Ottwald Ebenhardt macht so. Im Hintergrund. Das ist unsere Abenteuergruppe. Ich habe kein Problem, mit Skeletten zu arbeiten, aber was vorher passiert, bevor sie zu Skeletten werden, das ist mir sehr unangenehm. Ja. Ich glaube, ihr könnt Susan unter die Augen treten. Just wir wollen mal jetzt die ganze Strecke wieder zurücklaufen. Nein, wir müssen irgendwie Hubble kontaktieren. Scrooge, gibt es irgend so einen Droiden, Monomono, mit dem du zum Beispiel über Pflanzen hinweg andere Droiden... Ich habe keine Ahnung. Ihr merkt, ich bin ein Fachidiot. Ich kann nur... Ja, aber nicht jetzt. Okay, cool. Fantastisch. Wir haben ja überhaupt alle Zeit der Welt. Das heißt, vielleicht nach einer Nacht Schlaf? Ja. Cool. Dann, weil Havel war ja tatsächlich ganz am anderen Ende des Waldes, wieder da, wo es fackelt, nicht wahr? Mit seinen Gehilfen. Ja. Brauchen wir noch was vom Avium? Ich stelle erneut die Frage, was will ich mit dem Bibliothekar machen? Ich kann ja nur begrenzt in den magischen Schlaf halten. Wir sollten schon jemandem Bescheid sagen. Dann wird er irgendwann aufwachen. Vielleicht rückt ihr ihn irgendwie an seinen Tisch. Er wacht auf und denkt, oh, hier habe ich mal lang geschlafen. Und das war's. Wir können auch die Bücher, aus denen die Seiten fehlen, unter ihn drunter legen, sodass er dann das Gefühl hat, er hat aus Versehen selber im Schlaf die Seiten ausgerissen. Na, jetzt wollen wir ihn nicht noch irgendwie Schuldgefühle. Man könnte auch versuchen, alles ehrlich kommunikativ zu lösen, wenn man ordentlich miteinander redet, auf gleicher Augenhöhe und sich erklärt und einfach versucht, die andere Partei auch zu verstehen, kann man viele, viele Probleme sehr konsequent und erwachsen lösen. Nicht jeder ist so verständlich wie du. Wir können es aber auch einfach schneller machen. Das dauert viel zu lange, bis wir das alles geklärt haben. Wir sowieso nicht. ganz andere Sache. Dieses Amulett, funktioniert das nur beim Eulerich oder kann man damit aussehen, aber, wie man will? Man muss sich darauf einstimmen und danach kann man beliebig das Aussehen von jemand anders annehmen. Ja. Wieso? Ich würde es gerne behalten. Oh, es steht ja auch wirklich ausgezeichnet, denke ich. Danke, Zink. Ich schätze, dass ich nicht das Anrecht darauf habe, es zurückzufordern. Doch, es ist eures. Aber ich würde es mir leihen für unsere Unternehmung und euch dann zurückgeben, wenn ihr es wieder braucht. Im Hintergrund macht Frey Mary denn leihen. ich leihe mir auch sehr gerne Dinge. Ich weiß. Vielleicht nehme ich es auf euch ab und dann bin ich auch eine Frey. Ach, ihr könntet damit gar nicht umgehen, Frey Mary denn zu sein. Also, wohin jetzt mit dem bewusstlosen Bibliothekar? Auf seinen Arbeitstisch aufwecken, wir sind dann schon weg und er hat lang geschlafen. Gut, gut. Es läuft darauf hinaus, dass Frey sich den Bibliothekar über die Schulter wirft. Nicht so grob und andersrum mache ich die. Wieder rausschleicht ihn mit den kaputten Büchern an seinem Schreibtisch
schön arrangiert und dann rückwärts aus der Bibliothek raustippelt und die Tür schließt, woraufhin Oddvar eine komplexe Geste macht und offensichtlich den Zauber auflöst und man auf der anderen Seite gute Güte. Ich habe mich an einem Stück Prophezeiung verschluckt. Auf der anderen Seite hört. Ja, dann, man sollte mich hier aber nicht sehen. Ja. Wie gesagt, überlegt es euch. Ich glaube, Susan hat ein super Süppchen für euch. Susans super Süppchen. Und steht dazu, was ihr getan habt. Ihr seht, nicht jeder hackt euch deswegen gleich den Schnabel ab. Ja, oder habt ihr einen anderen Ort, wo ihr unterkommen könnt? Ich meine, hier seid ihr nicht erwünscht, glaube ich. Nehmen wir ihn nicht mit? Ach so, wegen dem Ritual. Ja. Unsere Gruppe wird größer. Ich dachte, ihr könntet das. In dem Fall würde es nicht anders gehen, oder? Aber wir tragen ihn nicht die ganze Zeit, oder? Ich kann durchaus selber gehen. Gut. Dann ist deswegen das ja auch sollte geklärt. Man mich tragen. Ich weiß nicht. Vor 10 Minuten wollte ich dich noch erschlagen und jetzt sind wir sowas wie Freunde. Hey, das ist irgendwie unser Motto. Frey ist ja auch nicht unbedingt von Anfang an. Ja, Frey legt ihre Schnauze auf die Schulter von dem Raben und flüstert ihm ins Ohr laut genug, dass ihr das hören kann. Man gewöhnt sich dran. Ah. Gut. Dann herausfinden, wo Susan aktuell ist. Und er holt ein kleines Büchlein aus seiner Manteltasche. Susan ist in der Hauptstadt. Oh. In Alderhetz. Evakuiert, stimmt. Da war ja was. Ja. Unsere ganze Heimat. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendetwas so Grauenvolles getan habt, dass es derart auf eurer Seele lastet, dass ihr nicht mehr schlafen könnt. Ja, du kannst es jetzt nicht mehr ändern. Können wir jetzt endlich mal losgehen. Wie du siehst, TVD hat bestimmt schon mal sowas gemacht. Aber sie geht damit anders um. Einfach bei jedem entschuldigst. Vielleicht, wenn wir es wieder gerade gebogen haben. Ich denke auch. Sei denn, ich bin dann tot. Ja, also zurück nach Alderherz. Es geht zurück nach Alderherz. Das wäre jetzt die Einblendung. Wir nehmen wieder den Frey-Spezialweg. Den Frey-Spezialweg. Also nicht den offiziellen. Unter großen Nestern von mit Ranken bewachsenen Katzen vorbei an kleinen im Zügen, die fast rituell angehaucht von riesigen Larven, die durch den Wald sich bewegen, offensichtlich auf der Suche nach dem nächsten Baum, über den sie herfallen können und zu denen Frey meint, dass man ihnen einfach nur ein bisschen aus dem Weg gehen muss, das ist schon in Ordnung. Sie sind mir unheimlich, das ist ein Kult, oder? Das ist doch ein Kult. Nein, die sind einfach nur hungrig. Ah, okay. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Hungerkult. Oh. Das sind Insekten, die sind da nicht schlau genug für. Und als ihr eintrefft, ist tatsächlich großes Aufhebens rings um die Wurzeln des gigantischen Baums, in dem sich die Hauptstadt Alderherz befindet. In dem Sinne, als dass haufenweise kleine Lager rings um den Baum aus dem Boden gestampft wurden, wo Zelte aufgespannt sind und wo Leute Blätter zusammengebogen haben. Oder sich unter den Wurzeln einfach ein bisschen reisig zusammengeschoben haben, um den Wind draußen zu halten. Wo haufenweise Familien, die vor dem Feuer geflüchtet sind, sich zusammenhocken, plaudern, reden, um irgendwelche Dinge verhandeln, sodass euch eine Lautstärke begrüßt, die ihr bislang nur aus den Höhlungen innerhalb des Baumes kanntet, von den Siedlungsteilen, die dort drin sind. Dementsprechend achtet man aber auch nicht wirklich auf euch, als ihr dazukommt. Es ist derart eine bunte Mischung an Leuten, die hier Zuflucht gesorgt haben, dass eine Gruppe bestehend aus einem Paladin, einem Druiden, einem leicht angekokelten Magier. Der Geruch geht aus der Robe nicht mehr raus, ja. Deine Federn sind alle in Ordnung, aber du riechst halt ein bisschen streng. Doch nicht.
zwei finster reinguckenden Raben und einer fröhlich vor sich hinpfeifenden Fuchsbanditin, das ist keinen zweiten Blick wert für die Leute, die hier insgesamt lagern. Die Frage ist, wo wollt ihr aktuell hin? Ich meine, es gibt da die Gebiete, wo ihr zwischendurch untergekommen seid, wo die Taverne war, in der ihr übernachtet habt. Natürlich der Bereich, in dem unter anderem Bita, die weiße Taubendame, als Sprecherin des Rates über die Politik des Waldes entscheidet. Wo wollt ihr hin? Ich denke mal, Susan wird nicht oben sein. Oh nein, Susan zieht es vor, auf dem Boden zu sein oder weiter unten. Fragen wir uns mal rum. Entschuldigung, haben Sie eine kleine Igeldame gesehen? Oh, ja, ich nehme das wörtlich. Und du sprichst einen Jabin, also so eine Springmaus-ähnliche Person an. Ja. Fantastisch, wo denn? Also ich habe heute mindestens 6 gesehen und alles an unterschiedlichen Orten. Welche genau sucht ihr denn? Sie heißt Susan und sie macht super Suppe. Susan mit der Suppe. Hier ist jemand, der sucht Susan. Suppen-Susan. Auf einmal seid ihr umringt von einem Haufen von Jabin-Halbstarken, die aufmerksam durch die Gegend hüpfen. Also was ist es euch wert, dass wir euch zeigen, was Susan ist? Ich guck mal. Ich habe wirklich nur Sachen, die ich sehr, sehr gerne mag. Hört zu. Wie viel ist euer Leben euch wert? Oh, so was Wertvolles habe ich nicht. Moment, sagt einer von hinten. Ihr wollt jetzt umbringen, wenn wir euch das nicht sagen, das ist echt harsch. Nein, nicht ich werde euch umbringen, sondern das Feuer, was schon auf dem Weg hierher ist. Ja, ihr droht uns mit etwas, was auf jeden Fall passieren wird. Ja, außer wir verhindern es. Also bringt uns verdammt nochmal jetzt zu der Suppen-Susan. Ah, wir sind Weltenretter, ja, fein, die sind gefährlich. Ah, komm mit. Und ein Siehst, halbes Dutzend. So macht man das. Ein halbes Dutzend Jabin. Okay, ich hätte weder gedacht, dass das funktioniert, noch dass das funktioniert. Ein halbes Dutzend Jabin, halbstarke, wuselt vor euch durch die Wurzeln und in den Untergrund hineinführenden Anlagen der Stadt Alderherz. Um euch tatsächlich dann... So, dort auch hinzubringen. Und hier in dem unterirdischen Part der Stadt ist die Beleuchtung größtenteils von Käfern, deren Hinterteile unter Stress oder mit der richtigen Befütterung Licht erzeugen, gesichert, was auch dafür sorgt, dass hier selten etwas brennt, was vor allen Dingen aufgrund der aktuellen Situation die meisten Leute etwas beruhigen dürfte, sodass ihr haufenweise unter kleinen Käfigen, in denen es schwirrt und brummt oder leise hin und her krabbelt, hindurchgeht und euch darunter durchbückt, bis ihr schließlich in einem größeren, runden Raum ankommt, wo auf der anderen Seite ein bunter Vorhang aufgehangen ist, hinter dem man eines leise, fröhlich vor sich hin pfeifen und zum Hören. Und dann noch ein bisschen Anis. Na, Norm, möchtest du probieren? Norm? Das riecht schon so, als wären die richtig gut. Wie klopft man an einen Vorhang? Hebt seinen Flügel und macht Klopf, Klopf. Ah. Wer ist da? Ich bin Zieg. Zieg! Der Vorhang wird beiseite geschoben von der kleinen schwarzen Krallenhand von Susan, die immer noch genauso aussieht, wie ihr euch daran erinnert, mit einer Kette ausgetrockneten Beeren, die sie um ihren Hals hängt, mit einzelnen Schmuckstücken an ihren Stacheln und mit einem bunten, violetten Tuch, das sie sich als Schal umgebunden hat. Zieg! Und Tibetia! Und Skrook! Und Geon! Was kann ich für euch tun? Auf ihrer Schulter hockt ihr großer Familiar, der Käfer mit den schillernden Deckflügeln namens Normal, der auch gerade leise auf irgendetwas herumkaut mit seinen Kieferparts und euch mit seinen Facettenaugen anstarrt. Wir haben einen Freund mitgebracht. Ist das? Und ihr könnt sehen, wie Ottwald versucht, hinter Skrook immer sich so ein bisschen zur Seite zu drehen, damit er nicht sichtbar ist.
Oddworld. Oddworld, ach, komm her. Sie streckt ihre kurzen, dicklichen Arme aus, spaziert durch euch hindurch, schiebt euch notfalls mit ihren Stacheln ein bisschen zur Seite und drückt dann den Raberich einmal an sich. Oddworld, es ist schön, dich wieder zu sehen. Wie geht's dir? Wir haben Sie haben dringende Dinge mit dir zu besprechen, Susan. Es ist auch schön, dich zu sehen. Ja, können wir vielleicht erstmal reinkommen? Das wird jetzt ein bisschen unangenehm werden. Für manche von uns. Oh, sicher. Kommt rein. Und ihr könnt drin sehen, dass sie ein bisschen die Hütte, in der ihr sie ursprünglich kennengelernt habt, hier nachgebaut hat. In dem Sinne, als dass ihr großer Kessel in Form von einem Schneckenhaus dort in der Mitte aufgestellt ist, in dem es auch wieder fleißig schleimig brodelt und dass überall kleine Gläschen und Kästchen und Kistchen aufgestellt sind und in Nischen in die Wand geschoben sind, aus denen getrocknete Blätter, Wurzeln, Teile von Käfern und dergleichen hervorquellen, all die verschiedenen Zutaten, die sie verwendet. Wow, es ist so gemütlich hier. Oh, das freut mich, dass du es gemütlich findest. Möchtest du was essen? Ich hab ein paar Kekse fertig. Oh ja, ich würde gerne Kekse nehmen. Hervorragend, ja. Sie wuselt ein bisschen herum und stellt euch dann Tassen mit warmem Tee und Keks und dergleichen hin und schubst Oddworld auf einen Schemel, damit er sich hinsetzt und bietet auch euch Gelegenheiten an, wenn sie die ganze Zeit leise vor sich hin murmelt und summt. Und Gäste, man muss sich über Gäste immer freuen. Frau Susan, das ist übrigens Frey, unsere Begleitung. Oh, hallo Frey. Ja. Gut, dann ist das auch. Wir kommen in... Naja, fast Frieden? Wie immer. Ja, selbstverständlich, wir haben ja Zieg dabei. Nein, wir kommen auch in dringend, es drängt uns sozusagen, dringend mit euch zu sprechen, denn euer ehemaliger, ihr Herr Oddworld, sagte uns, dass ihr uns eventuell mitteilen könntet, wo wir das Borealis finden können. Das Boreal, der Borealus. Ah, der richtig? Borealus. Interessant. Sie reibt sich ihr Schnäuzchen. Ihr wünscht also eine Hellsicht zu dem Thema? Ja, anscheinend seid ihr da die Koryphäe. Ich gucke kurz zu TBD. Hättest du das nicht auch versuchen können? Du weißt, was bei mir dann rauskommen würde, oder? Tod und Verderben. Ja, ihr seid die Koryphäe da. Die Sache ist mit Hellsicht. Das Problematische daran ist, dass ist es niemals hier nur eine Zukunft gibt. Zu dunkel hier. Ja. Ist er nicht ein Scherzkeks? Er ist ein Scherzkeks. Und sie tätschelt sanft seinen Schnabel. Es gibt immer mehrere Zukünfte und die Kunst daran ist, zu erkennen, welche davon die wahrscheinlichsten sind. Und manche neigen eher dann zu den finsteren Zukünften und manche neigen eher zu den hellen Zukünften. Und es braucht sehr viel Konzentration oder die richtigen Drogen, um zu erkennen, welche denn tatsächlich die wahrscheinlichsten sind. Skook, jetzt kommst du ins Spiel. Der Pilze. Hervorragend. Reine den Topf damit. Nimm ein kleines Beutelchen und kippe alle Pilze in den Topf. Oh, sehr gut. Sie rührt einmal um und nimmt eine tiefe Nase davon. Was brauchen wir noch? Seestern, um so klar zu sehen wie eine Mitsommernacht. Und ein bisschen hiervon und ein Tentakel hier und da und da. Nun, ich werde mich auf eine kleine Reise begeben. Wo geht's denn hin? In die Zukunft. Oh. Wow. Ja, aber nur auf eigene Gefahr. Sie reißt die Augen auf, die gänzlich schwarz geworden sind und wo ihr fast glaubt, einzelne kleine Punkte von Sternen drin glimmen zu sehen. Sie streckt ihre Hände aus. Sahen meine Augen nach den Pilzen auch so aus? Ich glaube nicht. So viele Möglichkeiten. Es ist schwierig, den Überblick, sie schaut zu TBD, ja, die Finsternis, aber gleichzeitig, sie schaut zu Zieg, auch die Hoffnung, so viele, oh, der Borealus. Das Zwinkern in ihren Augen sind wieder normal. Der Borealus ist verschlossen, seitdem der Erzelementar vernichtet wurde.
Er ist verschlossen hinter einem Ritual und einem Wächter im Dienste der Hüter und vergessen wurde, wo und wie. Aber ich habe gesehen, was ihr braucht. Ich habe gesehen, was ihr suchen müsst, um es ausfindig zu machen. Sie hält zu einem Buch, macht das Buch auf und hält es euch stolz entgegen, wo die Zeichnung eines Blattes zu sehen ist. Dies ist der Schlüssel und der Ort. Das ist ein Blatt. Das ist korrekt. Dann können wir davon, ich meine, davon haben wir jede Menge hier im Wald. Das ist, ihr könnt gerne einen Wurf auf Überleben oder eine Natur machen, auf Survival oder Nature, um rauszufinden, was ist das? Der Chat fragt, sind Susans Dämonen dann eigentlich Subkubi? Ich würde das klar mit einem Ja beantworten. Ja. Tja, Zieg, ihr. Sind so eher nicht ich so. Ich finde es sehr passend, dass Scrooge eine 20 hat. Tatsache. Ja. Also Scrooge weiß, das ist selbstverständlich, das ist eine Himmelsranke. Die gibt es an vielen Stellen im Wald, aber dann müsste man mal rausfinden, wo sie es am dichtesten ist oder wo eine besondere Version davon vorkommt. Also ich kenne das nicht. Was ist das für ein Blatt? Das ist ein Blatt. Ich glaube, ich habe das draußen vor der Tür gesehen. Himmelsranke. Was? Ja. Himmelsranke, sieht man doch. Ah, ja. Sie blättert. Sieht man auch hier. Ja, korrekt. Ich habe gesehen, dass ein Zweig von Himmelsranke der Schlüssel ist und auch den Ort markiert. Und dass die Hüter euch ansonsten dorthin führen müssen. Und ihr hattet schon Kontakt mit Hütern, oder? Ich habe euch gesehen, wie ihr Hand in Hand mit ihnen geflohen seid. Mit Habel? Ja. Ist der zufällig auch hier? Es sind auf jeden Fall Hüter hier in Alderherz, die aus dem Westen mit den anderen Geflüchteten gekommen sind. Die suchen wir und dann finden wir die Himmelsranken. Okay. Möchte sonst noch jemand? Sie klopfen mit ihrem Löffel auf die Kante von dem Topf. Kann damit in die Sterne reisen? Manchmal. Glaubt ihr, dass Titan da oben auf mich wartet? Hoffentlich nicht so bald. Oh. Scrooge, willst du nicht mal einen Schluck? Ich meine, du bist doch sonst immer sehr... Oh, das sind deine Pilze. Stimmt. Ja, aber da ist auch noch anderes Zeug drin, was nicht von ihm ist. Also ganz ehrlich. Probier mal. Scrooge nimmt einen Schnabel voll von der Suppe. Sie ist würzig. Ja, ein schöner nussiger Geschmack im Abgang. Eine leichte Schärfe, die durch den Schnabel aufsteigt. Und dann Finsternis. Brodelnde Lavaflammen, die aufsteigen. Vor dir ein brennender Baum, der sich zu dir herunterneigt. Und in seiner Hand hält er einen Zweig. Ein Zweig von Himmelsranke. Und in seiner anderen hält er eine Hand voll Winter. Scrooges Augen werden auch auf einmal sehr dunkel mit einzelnen kleinen Sternentupfen. Und während die Welt sich noch wie ein Kaleidoskop rings um Scrooge ein- und ausfaltet und der einzelne Version versieht, der brennende Baum, der aufgehört hat zu brennen, alle deine Gefährten liegen erschlagen am Boden, alle deine Gefährten feiern, jemand, der in Flammen steht, jemand, der Flammen löscht, ein Wald, der nur noch Asche ist und einzelne Reste von Bäumen, die verbrannt wie verkohlte Hände in den Himmel greifen, oder neues Grün, das wieder in die andere Richtung flammt. Auf einmal Eis, ewiges Eis, eine blaue Kälte und Pinguine, die auf dem Bauch durch die Überreste von Alderherz rutschen. Und dann bist du wieder zurück in Susans Kammer. Was muss hören? Scrooge, bist du da? Das war nach einer Menge Spaß, aus dem die Pinguine da hatten. Pinguine? Hey, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal gesagt habe, aber ich finde TBDST mittlerweile ziemlich... Interessant. Spannend. Hast du Titan gesehen? Nein. Ach. Sinnvolle Erkenntnisse gehabt, außer Pinguin? Also, ich habe vieles gesehen. Mhm. Ich habe einen verbrannten Wald gesehen. Ich habe einen guten Wald gesehen. Ich habe eine Eiszeit gesehen mit Pinguin. Hm. Ja. Zukünftig. Nein, würde ich sagen. Typischer Anfänger. Dann nimm du doch mal einen Schluck, Expertin. Das kann ich gerne machen, wenn ich dir ganz genau in kleinen Details beschreiben soll, wie du zugrunde gehst. Schon wieder? Leg los, ich bin gespannt.
Wir lassen das lieber. Und versuchen mal uns an der positiven Wendung. Das sind ja ganz neue Töne. Frame-Hintergrund macht. Ja, stellt euch vor, auch ich möchte eigentlich nicht unbedingt sterben. Das ist eine sehr schöne Einstellung. Hm. Ach, schwer vorstellbar, aber ja, ja, kann man die abnehmen. Gut, wir haben einen Weg. Wir müssen die Druiden finden, die hier residieren. Um dann die Himmelswurz zu finden. Okay, bevor wir gehen, Susan, darf ich noch einen Keks für meinen allerbesten Freund mitnehmen? Oh, sicher, nimm zwei. Oh, das ist sicher mehr als nur einen allerbesten Freund. Dankeschön. Ich nehme zwei Kekse. Und du, Ottwald. Ottwald Ebenherz. Pass auf dich auf, du Dummerchen. Tock, tock, tock. Sie klopft ihm einfach auf den Schnabel. Ich werde das die Suppe mal entsorgen. Ich glaube, nicht jeder sollte da einfach unkontrolliert von probieren. Ja, ich glaube, einige könnten sich da schon erschrecken. Gut. Husch, husch, raus, raus. Wir haben genug Gastmannschaft genossen. Draußen seht ihr die Djabin. Zwei von denen schwingen ihre langen Schwänze, während ein dritter von denen drüber hüpft. Offensichtlich ist das so eine Art Seilhüpfen, Zeitvertreib von ihnen, während sie Ausschau nach euch halten. Ja, dann sind sie wieder, die uns mit dem Leben bedroht haben. Ja, nicht so gemeint. Wir werden nur im Zeitdruck und Ja, gerade sind alle unglaublich schlecht gelaunt. Mhm. Ich meine, der Wald brennt ab. Was soll man machen? Wir machen was. Sind das Kekse? Ja. Möchtet ihr vielleicht einen halben Keks haben? Ja. Wir nehmen auch einen halben Keks, Sir. Okay. Sie bricht einen Keks möglichst mittig durch. Vergleicht die beiden Stücke. Und gibt dann eins ab. Dankeschön. Der wird großzügig zerkrümelt und zwischen den einzelnen Djabin verteilt. Gerne. Ich würde währenddessen, während wir da so stehen, unter dem Baum, würde ich zu einer herausragenden Wurzel des Baumes gehen und sie berühren und einmal nachfragen. Ja? Wie geht's? Das Feuer kommt. Ja, das wissen wir. Uns. Wir kümmern uns ja drum, sonst irgendwas Neues zu erzählen. Hüter, sie mühen sich und heilen. Wir sind froh. Cool. Wir kümmern uns um das Feuer. Dann können die anderen auch wieder gehen und hast deine Ruhe. Ah, gesegnete Stille. Aber nicht zu still, weil dann wäre das Feuer hier. Nein. Das wäre doof. Oh, und hin und wieder. Wir mögen es zu reden mit denen, die Geduld haben, zuzuhören. Ja, das haben nicht viele. Selten ist die Gabe zu flüchten. Der Geist von vielen. Tja. Hey, Skrook, redest du mal wieder mit Holz? Sorry, ich muss gehen, da sind die Masti. Flüchtigen, Ungeduldigen. Gehen. Wir sehen uns. Wer ist hier flüchtig und ungeduldig? Hast du mit dem Baum geredet? Ja. Weiß der Baum zufällig? Achso. Nein, ist in Ordnung. Wie geht's? Ist in Sorge. Wegen des Feuers. Und weiß er, wo wir Himmelssternen wurzeln? Zu den Hütern halt. Ah, okay. Himmelssternwurzeln. Gut, dann zu den Hütern. Hey, Zig. Hey, Zig, hey, Zig, hey, Zig, hey, Zig, hey, Zig, hey, Zig. Hey, Zig, hey, Zig, hey, Zig, fangen die Djabin an.
Manchmal muss man ein bisschen lauter. Hörst du mich? Bist du noch da? Zieg? Ja? Ah, Mensch, ich dachte, Entschuldigung. Sadanu steht da vor dir. Zieg. Walk and talk. Lass uns ein bisschen laufen. Wer kriegt den anderen Keks? Also ich habe noch anderthalb Kekse. Den ich ich weiß, aber du hast gesagt, ich will einen Keks für meinen besten Freund. Das waren deine Worte. Und du willst wirklich wissen, wer mein bester Freund ist? Naja, ich will, ich weiß nicht, es was ist Titon. Du willst deinem Gott einen Keks geben? Ja. Und wer kriegt den halben Keks? Auch Titon. Vielleicht knabber ich ganz bisschen an einer Ecke. Das sieht er niemals. Und was will er mit anderthalb Keksen? Naja, essen. Ha. Tja, das ist doch schön, wenn man einen guten Freund hat, nicht wahr? Das ist eine tolle Sache. So, mit Keksen und so. Möchtest du vielleicht sonst einen halben Keks? Ich nehme einen Keks, nein, Quatsch. Das ist trocken. Ich würde trotzdem den halben Keks rausholen und den Geon hinhalten. Da waren die Mäuse dran. Aber Geon, wenn du ihn nicht willst, nehme ich ihn gern. Auch befreundet. Ich teile mir mit Scrook, wenn du drauf bestehst. Ja, ich halte den Geon ganz nah vor den Schnabel. Danke. Scrook. Danke, behalt ihn. Jetzt habe ich ihn zerbrochen. Okay, danke. Bin ihm ihn auch. Ihr hattet einen. Eiben. Möchtest du auch, Tibidea? Ich kann meine Hälfte auch noch mal zwei brechen. Nein, ich will keinen Keks. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Na, ich bin gespannt. Wirklich, wirklich sicher. Ja. Wo wollen wir denn hin? Okay. Frey neigt sich so leicht vor. Oh, schiebt einen Jabin beiseite, der so... ja. Ich meine, ihr wolltet gehen und reden. Ja. Aber wohin gehen wir? Oder wollt ihr einfach wir suchen die Druiden, nicht wahr? Die hier im Baum sind. Sie hebt den Jabin hoch und hält ihn vor Tibidea. Hier, mach dein Ding. Wie unangenehm. Wollen wir nicht lieber Scrook das machen? Diese Viecher nerven mich langsam. Viecher? Scrook, du findest doch garantiert die anderen Druiden, oder? Ich wüsste nicht, wie. Den Baum fragen, Entschuldigung. Wir können uns herumfragen. Hallo, haben Sie die anderen Druiden gesehen? Der Jabin, der immer noch freischwebend in der Faust von Frey hängt. Wir haben Druiden gesehen, ja. Wo denn? Ist noch Keks da? Nein. Ich kann das wirklich nicht hergeben. Da kriege ich, also das kann ich nicht machen. Aber ich kann euch geben, und er wühlt ein bisschen in seiner Tasche, und ich habe noch ein paar Bucheckern, und ich habe noch, ich hole das Plüschtier raus, das ich geschenkt bekommen habe. Das kann ich dir geben. Bist du sicher, Zieg? Aber erst, wenn du uns zu den Druiden geführt hast. Und das möglichst schnell. Fein. Wenn ihr mich wieder runterlasst, dann zeige ich euch den Weg. Frey setzt den Jabin wieder ab. Der voranhüpfend euch erneut durch das Tunnelnetzwerk der hohlen Wurzeln von Alderherz führt. Bis ihr im Nordwesten des Baumes in das Freie hinaustritt, wo eine ganze Reihe von normal großen Bäumen einen freundlichen und kühlen Schatten über ein kleines Lager werfen, wo verschiedenste Vogel- und Waldtierleute zusammensitzen, unter anderem, wie ihr wieder erkennen könnt, der freundliche, hahnartige Havel, der zwischen den anderen steht mit seinem Lehrmeister Tevor und die sich dort leise unterhalten, während sie aus Schalen irgendwie was herauslöffeln. Da, Druiden. Vielen Dank. Sehr gut. Und jetzt zu Schab. Hier ist mein Eulenbär. Nein, als würden wir dir den Eulenbär wegnehmen. Das ist ja erbärmlich. Du fängst ja schon an zu weinen, wenn du nur dran denkst. Nein, ich habe nur ein bisschen mit der Unterlippe gezuckt, die ich nicht habe, weil ich einen Schnabel habe. Schnabel. Ich würde mich runterbeugen und mit Jude Craft eine kleine Blume als Dank machen. Vielen Dank. Mehr habe ich leider nicht. Ja, okay, das ist super. Ihr steckt sie sich in den Mund und kaut drauf rum. Guten Appetit.
Ihr nähert euch. Das ist der Schrei der Blume. Blume. Ah, mein Leben war so gut! Gut. Abel! Havel schaut auf, sieht dann euch. Der. Also Havel sieht ja ein wenig aus wie ein Auerhahn oder wie ein Truthahn, während Tevo aussieht wie eine Taube. Wo ich glaube, Havel ist tatsächlich der Chef und Tevo ist der Lehrling. Genau, Havel war der mitgekommen ist. Ja. Havel schaut auf. Wer ist denn da? Schön, euch zu sehen, meine Lieben. Was können schön, wir für dich euch zu sehen. Ja, nein, schön, dich zu sehen. Nein, schön, dich zu sehen. Denn es ist viel. Gut, fein. Zurück zu dem, was können wir für euch tun? Und, was tut ihr hier? Wir haben uns ein wenig zurückziehen müssen und die Kräfte neu sammeln. Jeden Tag ist es mehr verbranntes Land und es breitet sich kontinuierlich aus. Und wir haben gute Nachrichten. Hm? Wir haben zwei weitere Mitstreiter gefunden. Das ist Frey, das ist Herr Ottwald. Und wir sind auf dem Weg, eine Lösung für das Problem zu finden und eure Kräfte sozusagen zu schonen. Wir suchen... Wie heißt das Kraut? Wir suchen eine Himmeltranke. Danke. Eine spezielle Himmeltranke? Soweit ich weiß, sollte sie besonders sein, ja. Oder ein Ort, in dem Himmeltranke besonders... Wir suchen ja auch den Ort. Also wir nicht nur den Schlüssel, sondern auch den Ort. Und beides ist diese Was für einen Ort sucht ihr denn? Also eigentlich suchen wir den Borealus. Oh. So. Und die Himmeltranke ist der Weg dahin. Ihr wisst davon. Von Ach, ihr wisst auch davon? Es ist eine Überlieferung, die in meinem Orden gehegt wird, ja. Aber mir war nicht... Es ist lange her und es, ich hätte nicht... Klackt etwas bedauerlich mit dem Schnabel. Ich hätte nicht gedacht, dass es... ja, sicher, wir können euch... es Was gibt einen Ort, der mit dieser Legende in Verbindung steht und ihr Dann müssen wir Recht, dort wächst immer Himmelsranke. Ah. Moment. Also, ich fasse mal zusammen. Als das letzte Mal bei euch waren, wusstet ihr bereits davon und habt es trotzdem nicht erzählt und habt uns deswegen die ganze Reise machen lassen, sodass wir jetzt wieder hier sind, nachdem, was weiß ich nicht, wie viele weitere Dörfer und Tiere abgefackelt sind. Sie wussten ja nicht, dass der Borealus die Lösung ist. Ja, und wenn es eine Legende ist, die in dem Stamm verbreitet wird, weiß man ja auch nicht, ob es wirklich wahr ist. Legenden sind immer alte Geschichten. Der Legende nach ist der Borealus einfach nur ein ausgesprochen gefährliches Artefakt, das weggeschlossen wurde von meinem Orden. Ein Magier hat aus dem Überrest eines Elementars versucht, eine Waffe herzustellen, aber sie hat ihn eingefroren und den ganzen Wald ringsherum und es musste versiegelt werden. Das ist die Geschichte. Ja, und jetzt passiert das gleich mit dem Feuerelementar. Und wir versuchen, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Wenn wir Feuer mit Ei, also wir wollen das Eis nutzen. Wir müssen die Balance zwischen den Elementen wiederherstellen. Wo kommt denn die Balance her? Was? Und woher wisst ihr überhaupt von dem Borealus? Und warum seid ihr überzeugt, dass das eine Lösung für die Situation darstellt? Also wir waren erst bei diesem Verrückten hier bei Ottwald im Avium, der herausgefunden hat, dass ein Erzelementar schon mal versiegelt wurde, dass es aber der Borealus ist. Dann waren wir bei Suppensusan, die uns geholfen hat mit einer Vision, dass scheinbar der Borealus tatsächlich die Lösung ist. Ich hatte auch noch eine kleine Vision, da war aber viel Zweideutiges. Mal war der Borealus die Antwort, mal der Untergang des Waldes. Das ist auch so ein Balanceakt. Ja. Aber wir haben nicht so viele Alternativen und deshalb greifen wir jetzt momentan nach Strohhelmen bzw. nach Eissplittern. Irgendjemand muss ja was tun. Sagen wir so, er schaut rüber zu seinem Lehrling. Ich vertraue euch. Ihr habt euch als hilfreich, würdig und entschlossen erwiesen zuletzt. Und ich verdanke euch durchaus auch mein Leben bei der Flucht vor der Kreatur. Sicher, ich werde euch zu diesem Ort führen. Auch wenn ich nicht sagen kann, dass es mich mit sehr großer Hoffnung erfüllt, was ihr da plant.
Vielleicht tröstet es euch, dass wir da gar keinen richtigen Plan haben. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir da sind. Und wir haben beschlossen, dass langsam und gemächlich einzufrieren immer noch die bessere Alternative ist zum schnellen und schmerzhaften Feuertod. Ja, so ist verstanden, hat der Magier ja eher ein schnelles Einfrieren gehabt. Aber wer weiß, wenn wir eh bei beiden Quellen der Elemente sind, vielleicht kriegen wir es ja hin, eine Balance zu erschaffen. Ich meine, damals haben die nur versucht, den Erzelementar des Eises zu, keine Ahnung was, zu nutzen. Jetzt haben wir halt nur den anderen Part. Wenn wir beide beieinander haben, kann man vielleicht das Gleichgewicht wiederherstellen. Glaubt ihr, die sind befreundet? Wahrscheinlich nicht, aber das ist ja wie gut und böse. Es ist auch immer dieses Gleichgewicht. Schwarz und Weiß, Yin und Yang, ja. Licht und Dunkelheit. In dem Buch man stand von einem Tanz. Andere. Das heißt, ja. Ja, ja. Klingt auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, dass mein Orden hat meines Wissens nach gezielt versucht, die Informationen über den Borealus verschwinden zu lassen. Und ich verdanke es nur meinem Ausbilder, der ein ungewöhnlicher alter Kauz war, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich davon... Deswegen bin ich auch so überrascht, dass ihr das überhaupt angesprochen habt und möchte mich verwehren des Vorwurfs, dass ich eine Lösung parat gehabt hätte und sie euch verwehrt habe. Das glaubt ja auch keiner. Also hattet ihr Angst oder Sorge? Ich habe überhaupt nicht an den Borealus gedacht. Oh, verstehe. Im Moment. Zudem ist auch eine sehr vage Legende ist. Dann werden wir der Legende wohl mal auf den Schnabel führen. Sammelt etwas Kräfte, ruht euch aus, dann brechen wir so bald als möglich auf. Oh. Habt ihr sonst noch was in Alderherz vor? Irgendwelche Vorbereitungen, Einkäufe oder sonst was, die ihr machen wollt, bevor es dann auf die Reise geht? Ich würde abends gerne mit meinem Gott reden, aber jawohl. Ich lasse euch den Vortritt. Ich mache nichts, ich übertrage nur neue Zauber in mein Buch. Ich würde wohl mit dem Baum weiterreden. Wir haben eine lange, langsame Unterhaltung über was auch immer. Eine sehr langsame Unterhaltung, verstehe. Über die Wasserreservoirs sind gesunken. Es wird wenn nicht das Brand ohnehin alles ändert, wird es einen Wetterumschwung geben. Ich hätte Interesse daran, eine Eichel auszusehen, aber wo gäbe es noch Platz für einen weiteren Baum meiner Art und Größe? Vielleicht finde ich einen Ort auf meiner Reise. Oh, wenn ihr das tut, dann lasst es mich wissen und ich werde euch meine Saat überlassen. Ich gebe Bescheid. Wenn ihr euch sicher seid. Also sehr sicher. Sehr, sehr sicher. Okay. Okay. Sonst noch Wünsche, Pläne? Oder sollen wir zu Zieg und Tython springen? Unter dem Symbol der Schwinge, die mit Mond und Sternen gezeichnet ist, im Tempel, und der Statue von Tython, der mit seinen weisen Augen aus dem Leichengesicht, seinem Eulengesicht, auf die Versammlung herunterschaut. Lässt du dich nieder? Und hast du noch Kekse, die du als Opfer da bringen kannst? Ja, ich würde gerne zum einen kurz den Kater rausschmeißen. Jawohl. Und so geht man mit deinem Kater um, meine Damen und Herren. Oh. Tür auf, Kater raus. Dann würde ich gerne den einen Keks, den ich noch habe, wo eine winzig kleine Ecke fehlt, bereit liegen und mich davor hinsetzen und meine Beine ausbreiten, lang machen und anrufen. Ich weiß nicht, aber das ist noch eine Katze bei dir. Die zweite. Okay, ich hatte gerade ein Déjà-vu. Während du dich niederlässt, die Beine ausstreckst, dich zurücklegst, siehst du über dir die in die dunkle Decke eingelassenen Kristalle leise funkeln, die das Himmelszelt darstellen. Und dann zwinkern mehrere davon wie ein großes, großes Auge. Und als schattenhafte Gestalt neigt sich das Gesicht der Schleiereule langsam aus dem künstlichen Himmel zu dir herab. Zieg. Hallo, Tython.
Ich hoffe, es geht dir gut. Ich weiß, wir haben schon lange nicht mehr gesprochen und das letzte Mal hatte ich dir nur einen halben Apfel gegeben, weil ich ein bisschen schon dran geknabbert habe. Aber heute habe ich einen wirklich sehr schmackhaften Keks für dich mitgebracht. Ich habe schon mal vorgekostet, damit er nicht vergiftet ist. Er ist wirklich sehr gut. Du brichst auf eine gewichtige und gefährliche Reise, Zieg. Ja. Leben und Tod liegen nahe beieinander. Ja. Ich bin stolz auf dich, dass du meine Worte vernommen und verstanden hast und alle auf den richtigen Pfad geführt habt. Oh, vielen Dank, Titan. Ich wollte nur fragen, jetzt wo diese wirklich sehr, sehr wichtige Reise ansteht, also zum einen dachte ich, du hast vielleicht einen Tipp für mich, so wie du letztes Mal auch einen Tipp für mich hattest, den ich vielleicht berücksichtigen kann, wenn es jetzt schwierig wird, weißt du? Aber wenn nicht, ist das auch okay. Wir können auch einfach nur ein bisschen plaudern. Leben muss zu Tod werden und Tod muss zu Leben werden, kleiner Paladin. Und dies wird geschehen, unweigerlich. Die Frage ist nur, wessen Leben und zu welchem Zweck vergehen wird. Also ich hoffe, dass nicht das Leben von meinen Freunden vergehen wird. Das wäre nämlich ziemlich doof. Es war letztes Mal schon sehr, sehr knapp. Aber ich gebe alles, damit das nicht passiert. Und ich habe noch eine Frage, die ist eigentlich noch ein bisschen wichtiger sogar. Sprich, Zieg. Ich rück ein bisschen näher auch. Also unter uns. Hast du eine Möglichkeit, Gion einen Abschluss zu besorgen? Ein was, Zieg? Ein Abschluss. Weißt du, er ist so traurig, weil er hat keinen Abschluss von dieser komischen Baumuni, an der er war, wo so viele seltsame Dinge passieren. Und ich habe versprochen, dass ich dich frage, ob du ihm vielleicht einen Abschluss besorgen kannst. Zieg, ich bin der Herr über den Tod, die Nacht und das Leben, nicht über das Papier. Okay, aber wenn ich ein Papier aufsetzen würde und deinen Namen drunter setze und sage, das ist Gions Abschluss, wäre das okay? Zieg, sag deinem Freund, dass er entweder den Mut finden muss, mit einem Fehler zu leben und weniger zu sein, als andere vielleicht von ihm denken, oder die Weisheit zurückzukehren an dem Ort des Versagens und zu wiederholen, wo versagt wurde. Nur aus Fehlern können wir einen neuen Erfolg schaffen, Zieg. Schreibst du das mit? Ja. Dein Gott wirkt leicht verwirrt, aber nicht unzufrieden. Okay. Es ist die Tat, die den Helden macht und nicht die Anerkennung der Welt. Das klingt sinnvoll, ja. Okay, ich habe mir alles sehr gut gemerkt und werde ihm das auf jeden Fall sagen. Danke für den Keks. Ich danke dir. Und das dunkle Eulengesicht verschwilzt wieder mit der Decke über dir und es gibt ein letztes Aufglimmen von den Kristallsternen und dann bist du wieder allein und der Keks ist weg. Ich wusste, das schmeckt ihm. Eine von den Priesterinnen kommt leise in den Raum. Oh, Entschuldigung, ich hatte nicht gewusst, dass jemand hier betet. Oh, kein Problem, wir sind schon fertig. Wir? Aber sie lässt sich dann ohne weiteres Nachfragen ziehen. Wenn die Gruppe dann wieder zusammenfindet, um sich mit den Druiden auf die Reise zu machen, werden irgendwelche gefälschten Papiere vorgezeigt, irgendwelche weiteren Prophezeiungen mitgegeben, irgendwelche Pläne zum Aussehen, riesige Eicheln oder sonst irgendetwas umgesetzt? Oder wollt ihr anderweitig euch noch vorbereiten auf die Reise? Ich hätte mich nur Elderheart-mäßig ausgestattet. Ich weiß gar nicht, wie lange die Reise wird, aber ich hätte meine Component-Pouch aufgefüllt von den Dingen, die ich brauche, beziehungsweise jetzt auch neu brauche. Habe, wie gesagt, die halbe Nacht am Kritzeln verbracht und meine neuen Zauber übertragen. Und genau, das Component-Pouch aufgefüllt und das, was man so zur Reise zu knuspern unterwegs braucht. Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, würde ich zum Baum gehen und sagen, du, ich habe eine verrückte Idee. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber du brauchtest ja viel, viel Platz, meintest du.
So ist es. Rein theoretisch, ja, jetzt rein theoretisch. Wenn wir das schaffen mit diesem Feuerelementar und Pipapo, wäre da sehr, sehr viel Platz. Neues Grün und Raum für frische Wurzeln. Ganz genau. Alles weg. Platz für neues Leben. Es wäre mir eine Freude, wenn du mich und meine Saat dorthin tragen könntest. Das mache ich. Aber erst, wenn der Feuer-Heini weg ist. Ah, ja. Eine weise Entscheidung. Ich hätte sonst Angst, dass mein... Und er führt noch ein wenig länger aus, sehr viel schlauer ist, als dass, wenn du jetzt mit einer gigantischen Eichel auf dem Rücken in den Kampf ziehst und die am Ende Fendruch verbrannt wird. Ja. Und das wäre wär tragisch. Ja. Furchtbar. Ja. Gut. Die Druiden haben auch ihre Ranzen geschnürt, ihre Sachen zusammengepackt. Havel und Hevor, die euch freundlich begrüßen. Also, auf die Spuren einer möglicherweise haltlosen Legende. Aber wir freuen uns sehr, dass ihr auch nach Strohhalm greift. Vielleicht ist es ja der Strohhalm, der den Wald rettet. Also, folgt uns. Es geht nach Nordwesten aus Alderherz weg, wieder in Richtung des versenkten Hains. Der Wald weicht schon früher, als er eigentlich sollte, Ascheflächen. Und ihr könnt teilweise Stellen sehen, wo der Boden geschmolzen ist, wo Sand zu Glas geworden ist und Erde vollkommen verkohlt und verbrannt ist, dass sie mit einem Anstupsen von einem Finger oder von einer Zehe direkt zerfällt zu feinem Puder. Und diese die Form von gigantischen Fußstapfen haben, die durch das Land gezogen sind. An diesen Stellen werden auch die Druiden immer sehr vorsichtig, schauen sich sehr aufmerksam um und huschen dann in den nächsten Bereich, wo ein paar verbrannte Bäume zumindest noch ein wenig Schutz vor möglicherweise feindlichen Blicken bilden. Bis ihr schließlich auf einen Hain stoßt, der noch lebendig ist. Obwohl nahezu alles andere rings um der Asch und dem Feuer zum Opfer gefallen ist. Es sind zwar alle Blätter dicht mit einer grauen, schlierigen Schicht bedeckt, und einzelne Funken haben schwarze Flecken in die Borke der Bäume hineingebrannt, aber noch leben sie. Und jeder einzelne von den Bäumen, die sich hier erheben, ist dicht umwunden mit den grünen Blättern und den weißen Blüten der Himmelsranke. Ja, das hier ist der Ort. Wollt ihr weiter vordringen? Was ist euer Plan? Was habt ihr vor? Ottwald? Es muss sicherlich einen Zugang geben zu dem Ort, wo das versiegelt worden ist. Wir sollten uns umschauen. Ich stelle mich an eine Himmelsranke. Hi, Entschuldigung. Meine Freundin und ich hätten eine kurze Frage. Sprich. Danke. Ihr seid alle wirklich klasse aus. Ich bin wirklich froh, dass es euch gut geht hier, bei dem ganzen Tumult drumherum. Ich hoffe, ihr habt genug Wasser, auch wenn es recht warm ist aktuell. Geht's euch gut? Geht's euch gut soweit? Wir sind nicht wir. Ich bin eins und viele. Ein einzelner Same, eine einzelne Wurzel, aus der sind ich und wir entstanden. Ich weiß, es ist verwirrend. Ich wusste gar nicht, dass Himmelsranken so funktionieren. Faszinierend. Geht's dir gut? Noch ja. Meine Wurzeln reichen tief und noch ist Wasser im Boden. Wir schützen die Bäume und wir schützen Geheimnisse, flüstert ihr die Ranke zu. Ihr seht, wie die einzelnen Blüten sich vorsichtig so zu Skroog vorneigen, so als würden die leise tatsächlich mit ihm reden. Apropos Geheimnisse, wir sind ebenfalls auf der Suche nach Geheimnissen. Denn wir sind hier, um das Feuer zu löschen und haben gehört, dass uns eventuell der Borealus dabei helfen könnte. Es geht ein Zittern, auch sichtbar für alle anderen, durch die einzelnen Ranken. Und dann neigt sich eine wieder etwas näher heran. Ihr seid also hier, den Ort zu betreten, wie einst die Prüflinge? Ich denke schon, ja. Dann nehmt dies
Mit einem leisen Knack löst sich ein einzelner Zweig von der Ranke und fällt. Ich würde den fangen. Na, guck mal, das ist wie in meiner Vision, Leute. Dankeschön. Und, okay. Wo müssen wir lang? Einfach weiter, oder? Tiefer in den Hain hinein. Frank, okay. Mit deinem Hintergrund hat diese Ranke gerade Selbstmord begangen, weil Scrooge mit dir geredet hat? Ja, nicht die erste. Ich kann es irgendwie nachvollziehen. Hm. Hey, Leute. Weiter. Und was machst du mit dem Ast? Es scheint eine Art Schlüssel zu sein. Ah, das ist der Schlüssel. Ja, die Ranke hat uns gefragt, ob wir weiter hinein in die Prüfung wollen, wie damals andere schon oder irgendwie sowas. Und dann hat sie mir den Ast gegeben. Gut, wir folgen jetzt also deiner kleinen Wünschelrute hinein. Ja. Na dann. Wenn keine bessere Idee hat, ist gut. Geh voran. Ich würde vorangehen. Ja. Nach einer halben Stunde der Suche, während ihr immer tiefer in den Hain vordringt und rings um euch leise die Unmengen an Himmelsranke wispern, für die anderen einfach nur ein leises Rascheln von Blättern und das Rauschen von Wind zwischen den Zweigen und für Scrooge immer ein näher, bald, dort. Ihr kommt näher, halt Ausschau nach dem Frosch und in dem, du siehst einen auf einer kleinen Anhöhe einen Felsen, der tatsächlich, wenn man den Kopf ein bisschen schief legt, aussieht wie ein erstarrter Frosch, der dort hockt. Da ist ein Frosch. Was? Ich würde zu dem Stein hingehen. Das ist ein Stein. Und als du ihn erreichst, ein Frosch, der ungefähr so bis zur Hüfte geht, ein steinerner, gibt es ein leises Zittern, der Boden bebt unter euren Füßen. Ottwald macht leise. Ah! Und es erheben sich in Sichtweite des Frosches, so fast als würde die Statue darauf runterschauen, 5 niedrige Podeste aus dem Boden. 4 angeordnet nach den Himmelsrichtungen, also Norden, Osten, Süden, Westen. Und in der Mitte ein Podest, auf dem ein weiteres von diesen kleineren herauswächst. Die alle aussehen, als wären sie im Grunde Baumstümpfe oder etwas Ähnliches. Und die alle mit Symbolen versehen sind. Oder besser gesagt, die ringsum sind, sind mit Symbolen versehen. Und das in der Mitte mit einer Inschrift. Hier hat jemand aber wirklich was weggesperrt. Und die ringsum sind, haben jeweils in die Mitte des Kreises geneigt eine Öffnung, die fast wie ein Mund aussieht, wie ein froschartiger Mund, der aus dem Holz herausgeschnitzt ist. Als würden die darauf warten, dass man etwas hineinsteckt. Vielleicht unseren Flügel, vielleicht mit unseren Flügel reinhalten. Da passt doch nicht den Flügel rein. Nein, wir brauchen die Wünschelrute von Scrooge, nur in welchen Stamm? Kann man erkennen, was auf... Erstmal die Inschrift bei dem in der Mitte? Du gehst zu dem in der Mitte und dort ist auf Druidisch, was du selbstverständlich beherrschst, eingearbeitet oder besser im Holz regelrecht gewachsen, ein kurzes Gedicht mit 4 Zeilen. Natur sei ein Kreis von Tod und Leben, Wald zu Asche, zur Erde gegeben, im Kompass reiche Schlüssel zu Schloss, dem Hüter des Waldes den frischen Spross. Ich würde das laut vorlesen. Poetisch. Kannst du es nochmal vorlesen, Scrooge? Ich würde es nochmal vorlesen. Natur sei... Ich versuche es Scrooge vorzulesen. Natur sei ein Kreis von Tod und Leben, Wald zu Asche zur Erde gegeben, im Kompass reiche Schlüssel zu Schloss, dem Hüter des Waldes den frischen Spross. Der frische Spross ist ja die kleine Wünschelrute. Ich denke auch. Und mit der sollen wir jetzt was genau machen? Irgendwas mit Tod und Leben. Was sind denn die Symbole auf den umgebenden 5 Plattformen? Du stellst fest, dass die im Norden von den Plattformen gespalten ist, zerbrochen ist, beschädigt. Da ist auch die Öffnung, in die man dann irgendetwas hineinstecken könnte, kaputt. Und die ist mit einfachen Symbolen versehen, die gestürzte Bäume und aufgerissenen Boden darstellt und Felsen. Das ist die im Norden. Ich habe den Tod gefunden. Ja, und der Tod ist kaputt, oder? Ziemlich, ja. Gespalten. Was steht auf den anderen oder was kann man auf den anderen erkennen? Im Westen sind Wellen und Regentropfen und Regenwolken eingeritzt. Im Osten mit Spiralen dargestellte Windböen, die Blätter umher
pusten und blasen. Und die im Süden ist mit Flammen und großen schwarzen Wolken versehen. Ja, Wasser, Erde. Erde ist kaputt und Luft. Warum ist die Erde kaputt? Ja, oben die es sind auch Steine gewesen im Norden, oder? Mhm. Steine und ungeschützte Bäume. Hm. Der Rest von eurer Truppe steht etwas außerhalb des Kreises. Frey Meriden macht sogar mehrere Schritte weg, als ihr daran rumrätselt. Das kann nur schief gehen. Also, dein kleines Gedicht erzählt etwas von einem Kompass. Und wir haben einen Stein im Norden, der allerdings kaputt ist. Und wir haben eine Nadel. Und ich zeige auf Skooks kleines Zweiglein. Was müssen wir dem Kompass machen, Skook? Wärst du so nett, noch ein letztes Mal das Gedicht oder ein vorvorletztes Mal? Ich weiß nicht. Nur du kannst es lesen, Skook. Ich würde es nochmal vorlesen. Die Natur sei ein Kreis von Tod und Leben, Wald zu Asche, zur Erde gegeben, im Kompass reiche Schlüssel zu Schloss, dem Hüter des Waldes den frischen Spross. Ich denke, wir müssen es einfach dort reinstecken. Und in war der Frosch. Oder in den, warte mal, der Frosch steht jetzt wo? Der war nur der Hinweis, dass hier gleich der die Erde. Der steht außerhalb aufgeht. Des Kreises und schaut regelrecht auf diese kleine Anlage hinab. Die sich dann geöffnet hat, als du in der Nähe warst, Krug. Und jetzt müssen wir Norden Erde, unten Feuer im Süden, irgendwas zu Asche. Die beiden Druiden stehen außerhalb und tuscheln leise untereinander. Oddwald poliert sich mit einer nervösen Pfote immer wieder den Schnabel. Frey hat ihren Rucksack aufgemacht und sich hingesetzt und holt was zu essen raus. Offensichtlich hat sie sich der Tatsache irgendwie gestellt, dass es wohl länger dauern wird. Ist ja auch kein Wunder, dass es länger dauert, wenn die einzigen beiden Hüter, die echten Hüter, die wir hier dabei haben, einfach nichts machen und rumstehen. Entschuldigung. Wir haben das... Nun, das Einzige, was ich noch sagen kann, ist, ich weiß den Lösung von diesem Rätsel selbstverständlich auch nicht. Ich weiß nur, dass es ursprünglich eine Prüfung für Angehörige des Ordens war, ob sie ihre Aufgabe im Halten des Gleichgewichts verstehen. Oh. An diesem Ort, an dem eben etwas, was das Gleichgewicht stören kann, versiegelt wurde. Hm. Gleichgewicht. Aber warum ist das da oben kaputt? Ich meine, ja, wir haben... Es ist sehr alt. Ich schätze, es ist einfach beschädigt worden. Irgendwie. Na, hoffentlich funktioniert es dann trotzdem. Ne? Oder, mein Meister hat erwähnt, dass irgendwann einmal jemand... hat versucht, irgendwas zu missbrauchen, irgendetwas. Die Anlage wurde beschädigt und seitdem durfte sie nicht mehr benutzt werden. Und ich schätze, das Element der Erde wurde beschädigt. Ja, ja. Erde im Norden, dann haben wir Wasser, im Süden das Feuer. Und sie sind nicht, das ist ja nicht mehr Balance gegenübergesetzt. Sonst hätte ich gesagt, Feuer und Wasser und Erde und Luft. Ein Kreis, ja, in Ordnung. Ein Kompass, ja. Von Leben zu Tod. Wenn wir vom Wald ausgehen, ist Wasser das Leben und Feuer der Tod. Wasser und Erde sind das Leben und Luft eigentlich auch. Eigentlich nur Feuer, scheiße. Alles andere brauchen Pflanzen. Ich würde es trotzdem in dem Norden dort rein, in dieses kaputte Teil reinstecken. Okay. Das heißt, du nimmst Skrook den Zweig ab? Nee, ich sag das. Ich sag das erstmal nur. Ja, aber wenn das... Ich steck's rein. Was? Aber... Wo? In den Norden. Es passiert nichts. Okay. Hm. Wir können auch einfach alle ausprobieren. Vielleicht ist beim Ausprobieren genau das passiert, was da oben. Also ich meine, und wir wissen auch nicht, was mit dem passiert ist, der es ausprobiert hat. Das sieht ja auf jeden Fall aus, als wäre es was falsch gewesen. Oder nur alt, ja, ich weiß. Was ist das denn für ein Stückchen? Das ist einfach nur was von der Himmelsranke. Das ist das Himmelsranke, ja. Ist das ein Spross oder ist das ein altes, kaputtes Stück Holz? Es ist ein frischer Spross. Ein frischer Spross. Sehr schön.
Also. Inzwischen sitzt eure ganze Entourage außerhalb des Kreises mit einem sicheren Abstand und teilt sich eine Brotzeit untereinander, wenn sie zuschaut. Mahlzeit, ihr vier. Ja, Geon läuft immer im Kreis und dann nochmal gegen den Kreis. Und jedes Mal, wenn er an einem Stamm vorbeikommt, sagt er, was? Erden? Feuer? Gibt es kein Eis? Ruft Havel. Nein, das wäre ja eine Verbindung zwischen Feuer, Wasser und Luft wäre Eis. Oder man muss das Stück hier nacheinander in die verschiedenen Viere reinstecken. Zuerst braucht es ein bisschen Wasser, dann braucht es ein bisschen Feuer, dann ein bisschen Wasser, dann ein bisschen Luft und dann ein bisschen Erde? Oder erst die Erde? Jetzt müsste man wissen, wie man gut Pflanzen kultiviert. Ich meine. Skroog, was brauchen Pflanzen, um zu wachsen? Alles. Wobei Feuer. In welcher Reihenfolge? Naja. Oder Feuer ist dann ganz am Ende der Tod. Und dann würde der Kreislauf wieder von vorne an. Also erst Erde, dann Wasser, dann Luft, dann Feuer und dann wieder Erde. Oder? Ja. Stecken der Erde. Havel beißt herzhaft in ein Brot hinein. Dann kommt das Wasser. Es geht um Balance. So viel weiß ich. Es geht um Balance. Und das Eis ist hier weggeschlossen. Ja. Deshalb hätte ich gesagt, Luft und Wasser in Verbindung. Aber wir haben hier nur ein Steckelchen. Und welche Balance? Luft und Wasser liegen sich gegenüber. Ja. Und Erde und Feuer. Ja, aber eigentlich sind ja Wasser und Feuer entgegen, also die. Ja. Das ist richtig. Aber wir suchen ja Eis. Das heißt, wenn wir die Verbindung Luft und Wasser irgendwie herstellen, hätte man dann Erde und Feuer dagegen. Also willst du die Steine rausreißen und um... Nein, ich will gar nichts rausreißen. Ich könnte nicht mal einen Grashalm rausreißen, wenn ich wollte. Ich meine, aber nur weil wir Eis suchen, heißt das ja nicht, dass das Rätsel auch irgendwas mit Eis enthält. Havel hat's gesagt. Havel hat von Balance geredet. Ja, dann hat's... Du hast Eis in den Raum geworfen. Nein, Eis kam von unseren Zuschauern. Sonst wäre ich gar nicht drauf gekommen, Wasser mit Luft zu verbinden. Gib mir mal den Stecken da. Bitteschön. Gut, also, du warst mutig genug, hast das einfach da irgendwo reingesteckt. Ich stecke das jetzt auch einfach irgendwo rein. Wo soll ich es reinstecken? Warte mal, wir waren bei der Erde. Wie wäre es mit, als nächstes Wasser? Der Samen, der in der Erde steckt, braucht Wasser, um keimen zu können. Ich stecke es bei Wasser in den kleinen Froschmund. Du steckst es bei Wasser in den kleinen Froschmund. Trial and Error. Das ist normalerweise nicht die Lösung von Prüfung. Es gibt ein leises Zittern, das durch den Boden läuft. Und dann verwandelt sich der Boden unter euren Füßen in Wasser, in das ihr hineinstürzt. Es ist kalt, ausgesprochen kalt, und beginnt nahezu sofort, sich in Bewegung zu setzen, in einem großen, sich drehenden Vortex, der euch in die Tiefe zieht. Ich versuche rauszukommen. Gib mir doch mal alle einen Initiativewurf. Und die anderen sitzen da und essen. Ja. Die holen jetzt das Popcorn raus. Die gucken alle auch sehr überrascht, dass euch das passiert. Ja, ich kriege ja Initiative, das ist ja fantastisch. Skroog hat eine 4. Achso, ein Initiativewurf im Kampf, meinst du? Ich habe eine 6. Hey, wir sind ja alle richtig gut dabei. Wo steht das nochmal? Oben bei Rüstung, bei dem kleinen Schild daneben dran. Da. Fein. Also wir haben zwei Initiativen. Magst du mal das Handy eintragen? Ihr müsst vor allen Dingen genau euer Token anklicken, bevor ihr rollt. Sonst wird es nicht weitergegeben an die Liste. Token anklicken, dann würfeln. Da, eine 1 für Georg. Besser als meine 6, die ich vorher gewonnen habe. Okay, das heißt, jetzt haben wir alle. Und Steff auch. So, wir starten mit Thebedea. Na gut, dass wir nicht das Feuer genommen haben, sonst hätten wir wieder einen verbrannten Geon. Also, alle nehmen erstmal, 5 Punkte Schaden, als das eisige Wasser euch durch die Gegend schleudert und euch die Wärme aus den Flügeln, den Beinen, dem Körper zieht. Und dann ist Thebedea die Erste, die einen Rettungswurf
Ablegt? Nein. Nein, du kannst auf Athletik würfeln, in dem Versuch, dich aus dem Wasser zu befreien und an Land zu ziehen, während du im Kreis geschleudert wirst. Oh, kann ich stattdessen noch Akrobatik nehmen? Nein, ich fürchte nicht. Das Wasser ist unbeeindruckt von deiner Fähigkeit, ein Rad zu schlagen. Oh, hervorragend. Du hast eine natürliche 20 gewürfelt. TBD, ja, nach einem kurzen schafft es, sich an einer der Podeste festzuhalten, die immer noch den Rand dieses Pools, der auf einmal aufgetaucht ist, begrenzen und sich mit einem Ruck und einer Schnellbewegung an Land zu ziehen. Frey kommt ihr entgegen mit einer Decke in der Hand, die eben noch als Picknickdecke benutzt wurde, die sie offensichtlich um die Schultern legen will, um sie wieder aufzuwärmen. Als nächstes ist Zieg dran mit dem Versuch, sich aus dem Wasser rauszuhebeln, yes, mit einem Athletikwurf. Athletik. Aber ich kann ja ein Schicksals... Oh, warte, habe ich noch ein Schicksals? Ihr habt 5. 5 inzwischen. Der Chat hat brav weitergespendet. Danke, Chat. Ich würde einen nehmen. Dann nimm dir mal einen, dann sind wir bei 4. Athletik. Mit einer 21 kommt als nächstes wie ein Korken aus der Flasche mit einem Bup! Einem Zieg aus dem Wasser herausgehüpft, tropfend, aber auf jeden Fall sicher. Scrook. Athletik, ja? Athletik, ja. Oh je. Eine 12 lässt dich einmal kurz noch zumindest Luft schnappen, bevor dich das Wasser in die Tiefe zieht. Möchtest du deinen Wurf auch wiederholen? Ja, bitte. Gut, dann gehen wir auf die 3 runter. Ich finde das jetzt nicht besser. Es ist durchaus möglich. Ist es besser? Nein. Nicht weniger elegant als TBD, die da mühelos aus dem Wasser herausgestiegen ist und Sieg, der zumindest ohne irgendwie, vielleicht nicht besonders elegant, aber sehr effektiv sich ans Ufer geholt hat, kommst du pitchnass und mit tropfenden Federn aus den Tiefen des Wassers herausgeklettert. Und aktuell wird nur noch eine Taube mit lautem Schreien im Kreis hin und her geschleudert. Sie wird glück in der Tiefe verschwinden. Es wird schnell. Frey guckt darauf, während sie TBD ja vorsichtig mit der Decke abtupft. Sollen wir ihm helfen? Oder? Wo ist das? Wo ist das? Wir müssen den Stock holen. Den Stock rein ins Feuer. Dann verbrennt er ja aber gleich wieder. Nee, ich frag, ins Feuer! Möchte Geon seinen Wurf wiederholen oder willst du das, dann, hey, das so potenzielle Ertrinken an? Du kannst es jede Runde wiederholen, den Versuch, dich zu retten. Dann, aber du nimmst auch jede Runde wieder Schaden. Ja, das ist klar. Dann, nein, ich wiederhole nicht den Wurf. Wir müssen nicht alles jetzt hier verbrennen. Ich mache nur eine Runde. darf ich was anderes versuchen? Du wirst für 4 Punkte Schaden gegen den Rand geschleudert und langsam Stück für Stück eingefroren. Ja, du darfst gerne was anderes 4 versuchen. 4 Punkte, Moment. Mhm. Kann ich in... Der Spross steckt noch in dem Stamm, in dem Wasserstamm drin, nicht wahr? Ja. Nee, ich versuche erstmal rauszukommen. Ich bin, glaube ich... Ja, das ist ja noch schlimmer. Nee, wir bleiben bei Athletik. Also ich versuche noch einmal im zweiten Wirbel herauszukommen. Weiterhin eine 7. Was macht der Rest? Ist das allerletzte. Was macht der Rest am Ufer? Wir versuchen vielleicht was, aber ich würde dir dabei wehtun, Geon. Ja, gut, 13 habe ich noch. Ich würde ihn versuchen, mit Thorn Whip rauszuziehen. Kannst du versuchen, ihn in meine Arme zu werfen? Dann kann ich ihn direkt heilen. Ich versuche. Gut, gib mir einen Angriffswurf mit Thorn Whip. Oh, ich treffe aber nicht. Also neben dir zu einem Übel klatscht noch eine große Brombeerranke, die auf einmal aus dem Rand heraus wächst ins Wasser und tastet nach dir, aber verfehlt dich. Natural one, wirklich. Was macht ihr? Also ich finde das eigentlich sehr unterhaltsam, mein Frey, aber... Gut, möchte sonst noch jemand was diese Runde versuchen? Ja, kann ich versuchen, an ihn einfach zu packen und rauszuziehen? Kann ich mich so auf den Bauch legen? Oh. Nee, tatsächlich auch einen Athletikwurf durchführen, um jemanden aus dem Wasser rauszuretten. Nee. Der muss hier sitzen, aber... Aber er ist ja auch sehr leicht.
Nass gesogen. Ja, und du kriegst kurz eine von seinen Federn zu fassen und dann mit einem Plock hast du nur noch die Feder in der Hand. Sie ist ein sehr hübsches, helles Grau, fast ein Weiß. Aber tatsächlich. Kann ich die Feder haben? Okay. Mit Geon ein weiteres Mal im Kreis geschleudert. Kontraproduktiv. Vielleicht sollten wir nochmal das mit der. Und nimmt einen Punkt Schaden, diese Runde. Das ist nett. Ich bin noch dabei. Ach, da ist wieder. Würfeln. Ja. Der Wahrscheinlichkeit nach. Und Würfel haben ja was mit Stochastik zu tun. Ich krieg nicht mal einen Abzug. Eine natürliche Eins. Mit einem letzten Glück verschwindet er in der Tiefe. Mieseste Drecksbot, den es überhaupt gibt. Das ist gut. Vielleicht kannst du nochmal das mit der Ranke versuchen. Ja, können wir die Ranke rausziehen? Die Ranke ist ja tatsächlich, die ist ja nur magisch beschworen, hat sich wieder aufgelöst. Beziehungsweise, wenn du sie noch behältst, ist sie wieder brav zu Scroob zurückgekehrt und wartet auf ihren nächsten Einsatz. Kann ich Geo noch sehen? Du musst tatsächlich dich vorneigen und mir einen Wurf auf Wahrnehmung geben. Mit Nachteil. Um ihn in dem dunklen, kalten Wasser ausmachen zu können. 15 reicht aus. Du kannst eine wirbelnde Robe und graue Federn und einen panisch schnappenden Schnabel ausmachen unter Wasser. Wenn er noch nah genug dran ist, würde ich es nochmal mit Thorn versuchen. Ja. Versuch's nochmal. Oh. 25 trifft, glaube ich. Ja. In meine Arme. Du wirst aus dem Wasser gezogen, nimmst 6 weitere Punkte Schaden, als Dornen sich überall in deinem Körper bohren, aber dich dann hochheben und mit einem Flock ans Ufer in die Arme von Zieg schleudern. Der zu Boden geht zwar unter deinem Gewicht, aber ihr rutscht in einem Bündel von Heilmagie weg von dem Wasser. Das jetzt auch mit einem leisen Schimmern und einem leisen verschwindet und wieder zu festem Boden wird. Oh, nicht mal das bleibt. Geht's dir gut, Geon? Ich würde ihm ein Cure Wounds geben. Ja. Es wirkt auf mich, als wäre es dringend nötig. Das denke ich auch. Ach, was? Danke. Warte mal, was muss ich denn nochmal machen? Die 8. Die 8 plus, wenn es auf Stufe 1 geht. Plus dein Spellcasting Ability. So, ich muss auch mal, ich glaube, es ist auf 1. Es ist auch auf der Hauptseite des Charakters. Ja. Irgendwo. Das, sagt Havel, war es, glaube ich, nicht. Naja, wenn es aufhört, sobald wir uns aus nicht dem mehr sterben, bewegen, dann können wir eigentlich ja nur Luft nehmen, oder? Dann wird das Ganze zu Luft und wir können nach unten gleiten lassen. Nach unten? Ja, und dort ist dann wahrscheinlich das Versteck. Also Luft als Eis. Ja. Klar, bei Erde ist nichts passiert, weil wir Erde schon haben und Feuer werden wir verbrennen. Ich hätte gehofft, dass... Mhm. Okay, das Ding bleibt also nur, solange es Opfer hat. Also wir haben erkannt, dass Wasser nicht die Lösung war. Richtig? Aber gibt so ein leises von sich, als sein Kehlsack anschwillt und abschwillt. Vielleicht solltet ihr nochmal drüber nachdenken, was ihr als nächstes ausprobiert. Nicht ich in der Mitte stehen, wenn wir irgendwas reinstecken. Ich lese noch mal das Gedicht vor. Natur sei ein Kreis von Tod und Leben, Wald zu Asche, zur Erde gegeben, im Kompass reiche Schlüssel zu Schloss, dem Hüter des Waldes den frischen Spross. Also das hier ist ein Schloss, dieser Kompass ist ein Schloss und ihr müsst wissen, wohin mit dem Schlüssel. Ich denke, nur einer Ort ist die richtige Lösung. Also, ach, das wissen wir doch inzwischen auch. Deshalb hatte ich ja an Wasser gedacht, weil Eis ist nun mal Wasser in gefrorenem Zustand. Aber es geht doch um Balance. Was gleicht Eis aus? Ja, ich wollte gerade fragen, also der eine Punkt im Gedicht ist ja Wald zu Asche. Aber Geon bleibt da drin stehen, wenn wir das da reinstecken, ja? Ich weiß, wo ich stehen bleibe. Ich bleibe hier beim Picknickkorb stehen, setze mich neben Frey und futter was und strecke die Füße von mir und bin so aufgepufft von Flair. Butterbrot? Butterbrot.
Genau, also, ist das ja vielleicht das Opfer, das wir brauchen. Und wir sollten Ottwald in die Mitte stellen, wenn wir den Zweig in das Feuer reinstecken. Wir brauchen das Opfer bei dem Siegel. Nein, also Ottwald bleibt hier. Wir haben einen Kreis von Tod und Leben, ja? Und wir haben einen Kompass und eine Art Kompassnadel mit unserem Stock. Ja, ich würde ihn jetzt in Feuer stecken. Nee, das ist alles. Ich habe nur einmal zusammengefasst. Scrooge macht das einfach? Nicht nein, in der Mitte ich, stehen. Nein, ich rede erstmal mit allen. Ich würde das Ding jetzt in Feuer stecken wollen. Ja, aber stell dich nicht in die Mitte, wo dieser Strudel brennt. Ja, ich würde mich auch außerhalb davon, ich würde versuchen, so den Punkt zu finden, wo das Wasser aufgehört hat, falls ich da noch an das Feuer rankomme. Setz und wirklich dich doch so auf den Stamm und steck von oben das Ding rein. Versuchen, einen sicheren Ort zu finden, um nicht in Flammen aufzugehen. Ich glaube, wir haben gleich Grillhähnchen. Sehr, sehr vorsichtig schiebst du das in die Öffnung. Und der Zweig zwischen deinen Fingern steht auf einmal in Flammen, aber ohne, dass du Schmerzen empfindest. In hellen, schimmernden, gelblichen Flammen, die dann mit einem letzten Puh sich auflösen und der Zweig mit ihnen. Und dann gibt es ein leises Knirschen und die ganze Plattform in der Mitte fängt an, in die Tiefe zu fahren. Ich glaube, da müssen wir rauf. Wir müssen runter gehen. Ja, ich auch. Ja, ich flatter auch mal hinterher. Gebt mir doch alle noch mal einen Athletikwurf, ob ihr es rechtzeitig zu der Plattform schafft, nachdem ihr beschlossen habt, nicht im Kreis zu stehen. Gut, Zieg, kein Problem, sprintet rüber. Scrooge ist sowieso schon nah genug dran, macht einmal einen Flanken über die Plattform, auf der er eben den Zweig reingesetzt hat. Und Geon, noch mit dem Butterbrot im Schnabel, sprintet auch an euch vorbei, nur Thebedea steht an einem Loch und schaut runter auf die Plattform, auf der die anderen drei in die Tiefe fahren. Muss einfach springen! Kann ich es noch irgendwie flattern? Unterwerfen mit ausgebreiteten Flügeln. Du springst runter und findest dich in einer dunklen, weiten Höhle wieder, in der du erst desorientiert bist, während du deine Flügelarme ausbreitest und versuchst, ein bisschen Wind unter denen zu bekommen. Und dann glüht in der Tiefe Feuer auf und Magma quillt an die Oberfläche und die Hitze, die von dort aufsteigt, trägt dich mit einem Schwung einmal hoch und du kannst dich gerade eben noch an der Plattform festhalten, die langsam auf magischem Wege mit den anderen zu Boden sinkt. Okay. Wir wollen nicht von dieser Plattform runter. Unten ankommt. In einem Kreis aus mehreren Säulen. Sekunde, ich ziehe euch in die Karte. Ja. Während über euch sich die Öffnung in die Höhle schließt. Und vor euch steht ein Baum, der nahezu humanoide Gestalt hat, jedoch mit vier Armen, die sich aus seinem Oberkörper herausfalten und dessen Holz schwarz ist wie Pech und in dessen Gliedmaßen eine Flamme flackert und brennt und einzelnes glühendes Harz zu Boden tropft. Rechts und links von dieser Gestalt stehen zwei weitere halb humanoid wirkende Bäume, die in Flammen stehen. Und der große Baum in der Mitte macht langsam ein, zwei Schritt auf euch zu, neigt sich zu euch herab. Gäste also. Es ist lange her. Ihr seht nicht aus wie Hüter. Die essen oben. Guten Tag. Es ist also an der Zeit für eine Prüfung. Wir sind hier. Ja. Wir sind hier, um das Borealus zu bergen. Ah, der Borealus wird nur jenen überreicht, die sich als würdig erwiesen haben. Brüder, eilt zur Prüfung! Und die anderen brennenden Bäume setzen sich ruckend, knarzend und knirschend in Bewegung auf euch zu. Und wir gehen in die Initiative. Warum kann das keine Gedichtprüfung sein? Also,
Ich hätte fast gesagt, das wäre ein guter Cliffhanger, um gerade aufzuhören, aber wir sind soeben geradet worden. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal, wie ihr euch die erste Runde lang schlagt. Oh, oh. Oder vielleicht zweimal sehen. Hm, geht hier sogar. So, wo haben wir ihn denn? Eichenherz und die brennenden Trianten. Es ist Oakheart and the Burning Tree, und es ist eigentlich ein ziemlich guter Name für eine Band, wenn man mich fragt. Schon. Ich würde sie hören. Okay. So. Oakheart kriegt einen Awaken Tree Number 1 und Awaken Tree Number 2. Muss ich nur noch ihre Einträge finden. Da, jawohl. Steff, du musst nochmal drücken und dein Figur wieder anklicken. Genau. Du bist okay. Nur nicht im so. Turn, oder? Kann nur besser werden als wir. Ja. Ist gut. Eichenherz ist erst bei der 6 dran. Der erste von den erwachten Bäumen ist bei einer 11. Und sein Kollege bei einer 16. Haben wir ansonsten jetzt alle zusammen? Mhm. Das sieht doch gut aus. Beginnen wir mit dem ersten erwachten Baum, der zwei langsam aber entschlossene Schritte auf Thebedea zumacht, weit ausholt mit einem einzelnen Angriff mit seinem brennenden Arm. Hm. Und vermutlich trifft mit einer 22. Gehe mal einfach davon aus, dass die Rüstungsklasse von unserer Hexenmeisterin nicht hoch genug ist dafür. Armor Class? Genau. Ja. Da steht bei mir 12. Aber wahrscheinlich dann. Ja. So, wir brauchen 2W6. Und dir insgesamt 11 Trefferpunkte Schaden zufügt. Deine Federn gehen mit einem leisen Knistern teilweise in Flammen auf und du wirst einen Moment zur Seite geschleudert. Es klingelt in deinen Ohren und dein Schnabel klackt unangenehm aufeinander, während der Baum ziemlich gleichgültig aus seinem brennenden Gesicht von oben auf dich herabschaut. Ich habe ja noch 5 von vorhin. Und bei mir steht Hitpoint Maximum 13. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Du hast vergessen, HP aufzuleveln. 13 ist wirklich. Kann nicht sein. Ja. Ja, das stimmt. Ich habe es nicht aufgelevelt. Ja. Wie viel ist denn jetzt realistisch? Okay, schauen wir jetzt doch mit dem 8, glaube ich. Hexenmeister kriegt ein W8, das heißt im Schnitt zumindest 5 auf jeden Fall. Plus, wenn du Konstitutionsbonus noch hast, die sollte man noch drauf haben. Also ich habe einmal eine 1 und einmal eine 7. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall 8 drauf. Okay. Hast du einen Konstitutionsbonus? Konstitution habe ich 0. Gut. Also das heißt, du hast 8 Trefferpunkte mehr, als du bis gerade eben dachtest. Also bin ich bei 21. Gut. 21 und du hast und eben... Und jetzt habe ich 11 bekommen, also bin ich bei 16 aktuellen. Okay. Ah, 5 to go. Ja. Thebedea sieht nicht gut aus. Angesenkt, desorientiert. Eins von ihren Augen guckt leicht in eine andere Richtung als das andere. Geon von Plum. Vorher ist nicht gut. Rückzug. Mit meiner Bewegung würde ich mich Richtung hier bewegen, soweit ich kann. Achso, darf ich selbst ziehen, oder was? Ja, klar. Okay, ich weiß nicht, so 5 Felder ungefähr so weit weg von den Dingern wie möglich. Mhm. Und dann zieht Geon aus einer seiner Manteltaschen ein kleines schwarzes Stück Wurzel in Schnabel
und wird eine zähe, ekelhaft schmeckende Lakritzmasse. Die schmiert er sich dann wieder raus und in der Bewegung, in der Gestik, sagt er, beeil dich, Zieg! Und ich zaubere Haste auf Zieg. Aha. Du kriegst +2 auf AC, hast eine zusätzliche Aktion, egal was du willst, und plus auf Dexterity-Attacken. Und ich hoffe, dass du mit deinen 3 Attacken jetzt alles tötest. Und du bist gehastet. Okay. Das heißt, Zieg fühlt auf einmal einen warmen Wind, der ihn seine Flügel aufplustert. Es riecht um dich herum frisch nach Lakritz und warmer Erde. Und deine Hände bewegen sich. Sie ziehen regelrecht so Farbschlieren durch die Luft hinterher. So schnell bist du auf einmal. Eichenherz vor euch, der Wächter zumindest, klopft sich mehrfach auf die große Brust. Zeigt her, ob ihr einen Wächter schlagen könnt. Das war Geons Aktion. Scrooge, was möchtest du tun? Okay, Scrooge geht erstmal einige Schritte zurück, eigentlich so wirklich, bis er nicht mehr gehen kann. Mhm. So in die bis Ecke zum Lava. Hier. Ja. So, und dann würde er seinen Stab nehmen, zweimal auf den Boden hauen und eine Tidal Wave zaubern. Mhm. Und zwar beginnt sie, also geht sie von dem Baum bis zu dem Wächter 30 Fuß lang. Mhm. Und überschwemmt hoffentlich beide Bäume einmal weg. Und vor allem drückt den einen von Tibidea weg. Die müssen beide einen Rettungswurf machen, richtig? Einen Dexterity Saving Throw, bitte. Das ist zum Glück auch tatsächlich ihr schlechtester Wert. Ja! Ja. Gegen wie viel? Gegen, was ist mein Wert? Wo bin ich? Da bin ich. Mein Wert ist 15. Das heißt, der erste hat auf jeden Fall schon mal verkackt. Der ist nur auf eine 8 gekommen. Wie weit wird er dann davon getragen? Und wie viel Schaden nimmt er? Schaden würfel ich gleich aus. Und bewegen ihn schon mal. Er ist knock prone, falls er es kann. Mhm. Ja, ist durchaus möglich. Die haben eine humanoide Körperform. Okay, the water then spreads out. Also der wird gar nicht weggeschoben, aber das Wasser wird halt weiter 30 Fuß lang. Ja, aber wir sagen, er wird von TBD ja zumindest kurz weggeschubst. Okay. Und ungeschützte Flammen werden ausgemacht. Das heißt, das Feuer erlischt tatsächlich für einen Moment mit einem lauten Zischen. Eichenherz selber verpasst seinen Rettungswurf um einen Punkt, weil er -1 hat. Das heißt, auch der wird dessen Flammen erlöschen für einen Moment. Es gibt ein lautes Zischen und Brodeln und ein interessant. 16 Bludgeoning Damage. Und auch der Letzte schafft seinen Rettungswurf nicht. Das heißt, alle kriegen 16 Schaden. Das ist doch mal ein beeindruckender Start in den Kampf. Gut. Als nächstes ist TBD ja dran. Was möchtest du tun? Vor dir ist auf einmal eine Welle aus Wasser aus dem Boden herausgeschossen. Einmal über all 3 Bäume hinweggeschwappt, hat sie zu Boden geschleudert und ihre Flammen gelöscht. Du siehst zwar, dass mit den meisten einzelne Flammen wieder an dem Holz anfangen zu nagen, aber für einen Moment scheinen die von Scrooges Magie ein wenig aus dem Tritt gebracht worden zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes, als da sie alle zum Liegen gekommen sind und sich jetzt gerade langsam erst wieder mit knarrendem Holz und knirschender Asche in die Höhe stemmen. Eldritch Blast? Eldritch Blast. Dann. Hast du in der Mitte deines Charakterbogens, musst du einfach nur drauf drücken, um ihn auszulösen. Spell Safety C. Ach, die müssen sich retten vor dem Eldritch Blast. Ich dachte, der wäre normalerweise Target. Ist ein Angriffswurf. Ja. Nicht bei den Zaubern, sondern auf deinem Hauptcharakter steht, auf der Hauptseite. Kannst du in der Mitte einfach den Zauber auswählen, dann schießt du automatisch. Genau, bei den Angriffen ist der mit drin. Zumindest sollte ich. Ach so, soll ich lieber da drauf drücken? Genau. Ja, genau, das würfelst automatisch dann. Genau. Bam. Klick, die Klack. Der trifft zwar, aber du siehst, dass der nur in der Asche und in dem verkohlten Holz mehr oder weniger ein bisschen was zerreißt und keinen Schaden anrichtet, als er in der natürlichen Rüstung der Kreatur stecken bleibt. Aber es gibt ein lautes Krachen und ein Schimmern von den negativen Energien, die du ausgelöst hast, die Farbe von schillernden Rabenfedern haben. Und der Wächter sagt, auch interessant. Räbin, zurück, zurück. Der zweite Baum stemmt sich mühselig auf die Füße und schaut zu Eichenherz und
macht ansonsten nichts, als wieder aufzustehen und offensichtlich auf eine Aktivierung oder irgendetwas in der Art zu warten. Eichenherz wendet sich dem zu und pustet aus seiner brennenden Kehle, die jetzt langsam wieder anfängt, sich zu entzünden, ein paar Funken entgegen, die diesem Baum auch wieder Flammen verleihen, woraufhin er den Kopf schüttelt und neue Stärke bekommt. Und dann stellt sich Eichenherz wieder auf die Füße. Und das Einzige, was er noch machen kann, ist, er nimmt einen Fels und schleudert ihn auf Skroog. Das ist ein plus 8. Acht. Klackidi-klack. Eine 22. Ich gehe davon aus, auch das ist ein Treffer. Druiden haben keine Mage-Armor, kein Shield oder sonst irgendetwas, was sie noch reinwerfen können. Das ist ziemlich viel Schaden. Moment. Vier wie 10 plus 5. 4 wie 10 plus 5? Sicher, dass wir damit Level 5 rein sollten? Fahren wir nochmal hoch, ich ganz bin down. Kurz. Das sind 29 Trefferpunkte Schaden. Bye. Okay. Skroog geht zu Boden mit einem lauten Knacken, als ihn der Stein erwischt. Zieg! Du hast 3 Attacken. Tja, theoretisch. Kriege ich durch Haste eine Action oder eine? Eine Action. Du kannst auch heilen, zum Beispiel. Für die, Haste ist Action. Genau, das würde ich dann nämlich auch tun. Ich würde zu Skroog laufen. Und deine Bewegung ist verdoppelt. Ich würde zu Skroog laufen, meine Flügel auflegen und ihm über Lay on Hands 19 HP wiedergeben. Okay. Danke. Das kriegen wir schon hin. Und dann würde ich hier hinlaufen, mich aufplustern und sagen, ich bin euer Gegner. Und dann würde ich 2-mal angreifen mit meinem Langschwert. Jawohl. Und hoffen, dass ich treffe, damit ich ein bisschen smiten kann. Leg los. Ich erinnere daran, dass ihr auch 3 Rerolls habt. Ich habe auch 3, aber ich brauchte auch keine aktuell. Eine 10 ist leider kein Treffer. Und der zweite Angriff? Der zweite ist ein Treffer. Das heißt, du machst ihm 8 Schaden allein durch den Treffer mit dem Schwert. Und darauf kommt noch mein Smite. Und zwar muss ich einmal gucken. Ich würde gern auf Level 2 smiten. Das Schwert trifft eine von den empfindlicheren Stellen, wo das Holz, das seine Rüstung darstellt, weicher wird und in die Flammen und in die Funken übergeht. Bleibt dort stecken und dann gibt es ein Knistern und mit dem sanften Glühen von Mond- und Sternenlicht trifft ihn noch eine weitere Welle von göttlicher Energie und sprengt mehrere kleine Teile seiner Rüstung und seines Leibs auseinander mit 9 weiteren Trefferpunkten, wenn ich das richtig sehe. Richtig. Es gibt ein lautes Knacken, brennendes Holz fliegt in alle Richtungen und er schaut herab auf Zieg und sagt, dann sei es so. Der erste erwachte Baum steht stocksteif da, beziehungsweise der kommt gerade eben noch auf die Füße und bleibt dann dort stehen und schaut erwartungsvoll in Richtung von Eichenherz, von dem Wächter in der Mitte, der ihm aber noch keine weiteren 9 Funken geliehen hat. Damit ist Geon wieder dran. Rebin, zurück, sagte ich. Und der Geon geht noch ein Stückchen weiter nach hinten, nachdem er es gesehen hat. Kontroll. Okay. Und er reibt die Flügel aneinander, bis sie Funken schlagen. Keine gute Sache, Funken schlagen. Und dann zieht er sie auseinander und lässt auf Eichenherz, der anscheinend ja irgendwo der Chef ist. Wie viele? Bam, bam, bam. 4 Magic Missiles. Niederregnen. Machen wir es mal auf Stufe 2. Ja, dann. 1, 2, 3, 4, W4 plus 4. 1, 2, 3. Klack, 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 klack. Und da haben wir es. Es dauert einen Moment, bis du aus deinem nassen Gefieder die Funken heraus gezwungen hast.
Aber dann lösen sie sich, mal fliegen in einem eleganten Bogen einmal rechts und links an Zieg vorbei, der in ihrem Licht erstrahlend dort steht mit seinem Schwert in der gefederten Hand und schlagen dann mit Wucht und dem lauten Knarzen von Bonke in Eichenherz ein. Und nochmal zurück. Und hinterlassen deutliche Spuren. Der schaut weiterhin von oben auf Zieg herab, konzentriert. Skrook! Zieg ist in einem Bogen an dir vorbeigelaufen und hat einmal schnell seine Flügel auf dich draufgelegt mit einem leisen Sirren und Erklingen und dem Licht von einem Vollmond hast du neue Stärke in deine Flügel und deine Beine fließen spüren. Und dann ist Zieg auch weitergelaufen mit einem, wir schaffen das. Ja, ja. Etwas erschrocken stehe ich wieder auf, hab noch den Vollmond vor mir, vor meinen Augen und wirke Moonbeam auf Oakheart, auf Eichenholz. Mhm. Das heißt, du platzierst ihn da. Ja. Das und er nimmt Schaden, wenn er aktiviert. Muss er einen Con-Safe machen. Gut. Das golden blasse Mondlicht, golden-silberne Mondlicht, das eben Skrook geheilt hat, er schlägt jetzt in einer Säule aus der Decke herab in den brennenden Baum hinein und pulsiert dort in einem größeren Feld von glühendem Licht. Tepedea. Ja, ich werde dann tatsächlich, während ich mich dann auch etwas zurückziehe, haue ich noch mal einen Eldritch Blast. Mhm. Ich glaube... Gegen wen von denen? Du kannst zwei schießen. Aber auch. Ja, stimmt, Level 5. Level 5, glaube ich. Ich dachte, das wäre erst Level 6 gewesen, aber du kannst zwei raushauen, glaube ich. Ah, oh, dann würde ich es zweimal machen. Korrekt, dann klick mir zweimal deinen Angriff. Und wen möchtest du angreifen? Unseren Eichen-Typen. Den Eichenmann in der Mitte. Mhm. Eins, zwei. Beide sind ein Treffer. Das sind insgesamt 21 Trefferpunkte. Inzwischen ist seine Flamme größtenteils erloschen und auch Teile, sein Gesicht ist halb gespalten, wo das Holz, das Geschwärzte, unter den Knistern und Krachen deiner Energieblitze auseinanderplatzt. Dann ist der erste erwachte Baum wieder dran und der hat neue Funken erhalten. Das heißt, der schleppt sich vorwärts mit mehreren Schritten und versucht mit einem langen brennenden Arm um die Säule herumzugreifen, um nach Skrook zu schlagen. Das ist... geht allerdings daneben. Mit einer 2. Der Schlag geht knapp über den Kopf zurück und zerschmettert dann die Säule, hinter der du standest, mit einem lauten Krachen. Und der Baum schüttelt seltsam, irgendwie irritiert, mit einem Blick auf seine brennende Hand den Arm aus. Eichenherz ist dran, er aktiviert und er muss jetzt einen Rettungswurf machen auf Weisheit, richtig? Auf Konstitution. Auf Konstitution. Da hat er eine plus 5. Oh. Wir sind bei einer 11. Ich kann mir aber vorstellen, 15, dass er das 15. Wie viel Schaden nimmt er also? 8. Radiant. Der Mondstrahl erzittert, bebt. Der große Baum schaut nach oben und sagt, vielleicht doch ein Hüter. Und zerfällt dann mit einem Krachen in glühendes Holz zusammen, als sich der Mondstrahl entlädt. Die beiden anderen Bäume bleiben in der Bewegung stehen und versenken dann langsam ihre Wurzeln in den Boden, ihre Flammen erlöschen und ihre Arme hängen herab als vertrocknete Zweige. Das wow! Das war richtig gut, Skrook! Das hat richtig wehgetan. Ja, das habe ich gesehen. Du hast auch ein bisschen, ich glaube, da ist ein bisschen was geknackt bei dir, aber ich glaube, das habe ich wieder hinbekommen. Ja, es fühlt sich okay an. Ich lasse Haste doch ein bisschen auf Zieg, weil ich es gerade richtig finde, wie er noch schneller ist. Und überlege mir gerade, hätte ich das auf Skrook gezaubert, würde er sich normal bewegen. Normal reden. Normal reden. Meine, oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Das war so unglaublich aufregend. Timmy, dir geht's dir gut? Soll ich dich heilen? Ich meine, brauchst du irgendwas? Kann ich was für dich tun? Mir geht's nicht ganz so gut, ja. Ich würde zu TMD laufen und ihr super schnell ein Währenddessen rollen hinter dir die einzelnen Bestandteile von dem Wächter wieder zusammen aus dem Mondlicht heraus und fangen an, mit einem Klackern sich Stück für Stück wieder aufzubauen. Ihr hört ein langes Mein Boombeam ist zur Not noch da. Eine Minute lang zumindest. Der kriegt 6 Lebenspunkte. Yes.
Ich denke, ihr habt euch befiesen. Ihr verlangt euch nach dem Borealus, sagtet ihr. Ja, ganz genau. Ich bin Eichenherz. Ich werde Eichenherz gewesen sein. Mit dem Segen von Tyton, dem Herrn der Nacht, habe ich lange, lange gelebt. Oh mein Gott, ich habe voll von Tyton angegriffen. Eine Ehre für mich, diese Last an euch weiterzugehen. Der greift mit seinen Händen zu seinem Brustkorb, in dem leise die Flammen flackern, und mit einem Knacken und Knirschen reißt er den auf, greift mit einer seiner vier Hände hinein, pflanzt dies in die Flammen und nirgends sonst. Denn ansonsten wird es Winter werden in diesem Wald auf ewig. In seiner Hand erlischt, als er dort hineingreift. Und ihr könnt dort sehen, dass zwischen den Flammen in einer kleinen Aureole von leise knisternden und flimmernden Eiskristallen ein Stab liegt, der aus Eis oder Kristall zu bestehen scheint, der an mehreren Stellen mit Metall und Leder umwickelt ist, so als habe man verzweifelt versucht, ihn irgendwie an Stellen zu geben, an denen man ihn anfassen kann. Und dort legt sich jetzt auch die langsam gefrierende Hand von Eichenherz um den Gegenstand. Und er zieht ihn mit einem letzten Reißen und Bersten aus sich selbst heraus und hält ihn euch entgegen. Es ist eure Bürde nun. Ich denke, dir gehört Skrook. Ah, Druide. Mhm. Okay, wenn ihr meint, ich würde ihn entgegennehmen. Der sackt, Eichenherz sackt in sich zusammen, die Flammen sind inzwischen erloschen, das Licht in seinen Augen flackert nur noch und er fällt in sich zusammen und dabei regelrecht dir entgegen. Und während seine Hand sich auflöst, fällt mit einem leisen Ding dir der Stab in deine ausgestreckten Krallen. Du bist nun im Besitz des Borealus. Und ich schätze, nächstes Mal finden wir heraus, was du damit machen kannst. Soft Eis! Yes! Ich glaube, weich wird das Eis nicht sein, das du damit herstellen kannst. Aber es gibt spannende Dinge, die du damit machen kannst, sobald du dich auf diesen Stab eingestimmt hast. Es war mir eine Freude. Ich finde, es hat sich gelohnt, die halbe Stunde für den Kampf noch dran zu hängen, auch wenn es kurz aussah, als würde euch Eichenherz unangespitzt in den Boden stampfen. Mir WC. Okay. Gegen Level 5 Charaktere. Ja. Sehr gut. Ja, die Abenteuer kennen und lieben. Ja. Balancing, sag ich mal. Es war ein Test der Balance in dieser Part des Abenteuers. Gut. Und dann das nächste Mal, wenn Skrook tatsächlich die Sache behält, dann werde ich der Berner Nepik flüstern, was das Ding dann alles kann. Das sind sehr interessante Sachen. Einige wirst du dann vielleicht Stück für Stück auch rausfinden. Aber auf jeden Fall gibt es ein paar Dinge, die du pro Tag wirken kannst. Das Ding hat natürlich einen ziemlich krassen Angriff und so weiter und so fort. Mal schaden. Und du kannst Dinge einfrieren auf sehr dramatische Art und Weise. Weil Georg mal wieder in Flammen steht. Danke. Ja, da kannst du ihn zu einer Statue machen. Nein, richtigste Anwendung. Gut. Es war mir wie immer ein Fest, mit euch zusammenzuspielen. Extrem unterhaltsam, sowohl im Kampf als auch in den Interaktionen mit den NSCs. Oben ist eine kleine Gruppe aus semi-besorgten NSCs, die weiter ihr Picknick durchführen. Und glaubt ihr, schaffen das? Wir kommen wieder hoch, glaube ich. Ja. Die kommen schon sicher wieder. Wie cool einfach ist, dass wir gleich vier Leute hinter uns her schleifen. Inzwischen, ja. Wobei tatsächlich das Abenteuer sehr, sehr offen ist, was das Schicksal von Oddwald angeht. Also mit dem hätte wirklich alles passieren können. Ja. Von er wird verbannt, er wird umgebracht, er ist gezwungen, euch zu folgen, aber seine Magie wird ausgebrannt und sonst irgendetwas. Also ihr habt und wir ihn sind da jetzt einfach, Freunde. Ja, ihr habt ihn da einfach rausgeschmuggelt, ohne dass er irgendwelche Konsequenzen bekommen hat für den Scheiß, den er gebaut hat. Okay. Die Karte übrigens habe ich von Dungeon Fog geklaut und ein paar Sachen entfernt. Ich brauchte halt eben jetzt einfach eine Höhle mit ein bisschen Magma und da hat zum Glück jemand was gebaut gehabt, wo ich mich einfach bedienen konnte. Und
Wenn ich jetzt noch schnell genug wieder zurückfinden könnte dazu, wo ich sie her habe, dann könnte ich auch sagen, wer sie gebaut hat. Das finde ich nur fair. Und dementsprechend, die war nicht Teil des Abenteuers. Die habe ich jetzt tatsächlich woanders her entnommen. Und das ist von einem User namens Ava auf Dungeon Fork. Das ist das Praktische, wenn man Panik bekommt und feststellt, es gibt keine Karte, findet man meistens jemanden, der schon was Hübsches gebaut hat und kann sich dann einfach dabei bedienen. Gut. Ich denke, eine Session noch und dann ist der Wald gerettet. Wir finden mal raus, wann wir das nächste Mal zusammenfinden können, gemeinsam. Und dann checken wir auch mal, wer wie viele Lebenspunkte haben sollte rechtzeitig, bevor sie durch einen Hieb umfallen. Und was sonst noch alles nötig sein wird. Also, die Mitspielenden waren Banner Nepik und WTF von Orkig im Geschmack. Hallo. Dort wird auch D&D gespielt. Es werden Vokabeln gelernt, regelmäßig. Und ansonsten verschiedenste PC- oder Konsolenrollenspiele. Und mal retro, mal modern angezockt. Es ist ein vielfältiges Programm, wo eigentlich mehrfach die Woche in der Regel irgendetwas passiert. Ich empfehle euch reinzuschauen. Die sind alle sehr unterhaltsam mit eurem Geschmack. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke. Vielen Dank fürs Leiten. Danke, dass ihr wieder dabei sein dürfen. Jederzeit. Dann, ebenso, das gilt auch für die anderen beiden. Zunächst Ben von Ben and Paper, der auch gerade eben schon einen Pre-Stream gemacht hat, bevor ihr hier rüber gegradet habt, indem ihr versucht habt, Charaktere zu steigern. Was habt ihr sonst noch alles gemacht? Blödsinn geschwätzt, viel Blödsinn geschwätzt. Sowieso eine wichtige Sache. Und der generell mitspielt und oder leitet, wo er gerade Lust drauf hat und wo er eingeladen ist und seine eigenen Kampagnen durch die D&D-Welten galoppieren lässt. Vielen Dank. Also folgt auch dem Benin von Benin Paper. Und zuletzt hört euch an, was Steff von Steffs Hörspiele produziert. Die Steff ist nämlich eine Autorin, die dann mit einem kleinen Team von Leuten ihre eigenen Rollenspielrunden umsetzt zum Zuhören. Eine sehr coole Variante, Rollenspiel in einer dramatisierten Form und nicht ungefiltert wie hier mit einem kann es sein, dass ich mehr Lebenspunkte haben sollte, an die Zuhörer bringt. Wo findet man das, Steff? Ja, eigentlich nur auf unserem YouTube-Kanal namens Steff zur Spiele. Leicht zu finden. Gut, das sind die Leute, denen ihr auf jeden Fall folgen und deren Sachen ihr euch anschauen bzw. anhören solltet. Und wir sind raus bis zum Montag. Am Montag spielen wir hier mit einer gänzlich anderen Besetzung, aber hoffentlich mindestens genauso unterhaltsam in der 7 gezeichneten Kampagne Die Gegenseite und werden eine kleine Runde haben, wo 3 böse Leute für die Borberatiana schlimme Dinge tun und mal gucken, was dabei rumkommt. Der Urlaub von den Helden. Mal gucken, was die Fieslinge so anrichten können. Das ist das Nächste, was hier passiert. Ich wünsche euch ein super Wochenende. Passt auf euch auf. Macht's gut. Und tschüss.